Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battlepod. Heute habe ich wieder vier tolle Mithosts. Einmal den Storyteller, hallo Olli. Hallo und guten Abend. Dann der Hoshi, hallo Hoshi. Der ja, Und dann noch der Onai. Hallo Onai. Minasan, Konnichiwa. Und wie ihr schon gezählt habt, waren das jetzt drei. Und wir haben heute wieder Meldrick dabei. Hallo Meldrick. Hallo. Und worum geht es heute? Also, wir fangen natürlich mit dem Thema vom Thema an. Aber danach geht es um die Clans. Und Meldrick ist ja ein Claner. Wir wollten natürlich wissen, warum äh, Clan Wolf und auch warum Kreuzritter. Und dann schauen wir mal, wieso das Positive oder das Negative auch aus Sicht der Clans über die Clans ist. Und bevor wir jetzt anfangen mit dem Hauptthema, haben wir noch ein paar Themen vom Thema und zwar fangen wir mal an. Wir haben unser Chapter-Treffen gehabt. Da wollten wir mal kurz euch von erzählen. Ja, erstmal herzlichen Dank an Ona für die tolle Organisation. Äh, war ja ein ziemlicher Act, in diesem Jahr die richtige Location mit Corona und auch den ganzen Leuten zusammenzubekommen. Aber es war eine außergewöhnliche Location. Wie, wie hieß unser Haus Sind wir noch irgendwie Sherwood Forest oder sowas in der Richtung? Genau, genau. Sherwood ja, Lodge. Sure. Genau. Und wir haben da quasi in so Art Höhlenbetten gewohnt, mehrstöckig. Ein Kapselhotel quasi. Genau. Wie? Bitte? Ein Katzenhotel? Ka Kapsel. Sandhotel, Kapsel. Kapsel. Ja. wie es in äh, Shuttle ja, So wie so, so, so in Japan, Japan ne? So Kapselhotels. Ja. Also eigentlich war es eine ne Mischung, und das, das klingt jetzt sehr äh, komisch: eine Mischung aus einem modernen Kapselhotel in Japan und einer kanadischen Hunting Lodge. Mhm. Ja, ja, das ist die perfekte Beschreibung dafür. Ja, für mich war ziemlich abgefahren. Und äh, auch wenn ich ehrlich mich, also ich hätte mich nicht getraut, da irgendwie oben äh, zu schlafen, auch wenn ich es gekonnt hätte. <laughs> Aber irgendwie, ja, das war ganz abgefahren. Und wir haben auch ein paar neue Sachen ausprobiert. Und zwar haben wir unter anderem auch äh, MacWarrior Destiny mal ausprobiert, so eine kleine... Einsteigerrunde sozusagen. Ich habe die gemeistert. Auch Destiny jetzt das erste Mal. Das heißt, ich habe mir das Regelbuch vorher bestellt. Das ich übrigens schon letztes Jahr im August bestellt hatte, aber es ist erst jetzt gekommen. Interessant. Ähm, und auf anschließend... Dem Schiff. Bitte. Zwar auf dem Schiff im Suezkanal. Nee, total anders. Ich hatte drei Bücher bei einem Versand bestellt und eins davon war irgendwie bis jetzt nicht lieferbar und ich hatte das irgendwie so gebundelt und die haben dann einfach mal die anderen beiden Bücher dann auch mal ruhen lassen. Und irgendwann ist mir das mal aufgefallen, so nach dem Motto, Moment, hatte ich da nicht Battletech-Bücher bestellt? Mal geguckt und dann habe ich das eine halt storniert und dann habe ich wenigstens die anderen beiden bekommen. Hm. Naja, was soll's? Hauptsache ist da und ich habe es jetzt auch nicht früher gebraucht. Das heißt, alles gut. Und was ich aber total spannend fand, und das hat ein, ein Kumpel von mir aus Nürnberg äh, ins Spiel gebracht, und zwar äh, Death from Above Destiny. MacWarrior Destiny, Death from Above Destiny. Wie hängt denn das zusammen? Hat einer von euch eine Ahnung? Naja, dass du endlich auch im Rollenspiel äh, den Death from Above machen kannst, also mit deiner Maschine auf den anderen raufspringen und ihn in den Boden rammen. Nee, da liegst du ziemlich weit daneben. Oh. Nein, 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 nein. Also, die, ähm, das MacWarrior Destiny Rollenspiel ist ja relativ neu und hat so ein paar, an, ein paar neue Ansätze in das MacWarrior Rollenspiel gebracht. Und zwar, dass es ein bisschen szenischer und filmischer das Ganze wird äh, und sich vor allem vom Classic Battletech doch ein gutes Stück weit löst. Ähm. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich habe zwar bisher mal Macquarie 2 gespielt und fand das System jetzt auch nicht schlecht, aber geil war es halt nicht. Es kam immer darauf an, was der Spielmeister halt daraus macht. Und ich hatte auch mal einen Mitspieler, der hatte mal ins Spiel gebracht, ob wir dann mehr quasi beschriebene Gefechte aus dem Cockpit halt heraus haben, sozusagen. Weniger mech also auf die... Spielfläche stellen, sondern wirklich die Kampfbeschreibung, wie man es halt auch in den Büchern liest. Und das gibt gewissermaßen Macquarie Destiny her. Aber wenn man mit Püppi spielen will auf dem Spielfeld, gibt es das halt auch. Entweder Classic oder halt in so einer Art Destiny-Regel. Und das hat dazu geführt, dass ein paar Fans aus USA, glaube ich, weiß ich, USA, Kanada, Nordamerika auf jeden Fall, ähm, das dann noch ein bisschen abgewandelt haben, mit Alpha-Strike vermixt so ein paar kleine Elemente aus Classic noch mitgenommen haben und dann ein cooles Tabletop gebastelt haben, das so, wie sagt man so im Englischen, Best of Breed, also so eine Mischung aus äh, oder die, die besten Elemente aus verschiedenen Systemen und damit lässt es sich deutlich schneller spielen als Classic, ein bisschen langsamer als Alpha Strike, allerdings mit einem wesentlich höheren Detailgrad, was ja Battletech auch ausmacht, weil bei Alpha Strikers halt nur Panzerungspunkte, interne Punkte und reduzierst vielleicht noch den, den Angriffspunch, äh, wenn du beschädigt wirst. Aber viel gibt es halt nicht her und einzelne Mechs sind halt auch nicht wirklich wertvoll. Ähm, so zum Vergleich, Alpha Strike kannst du problemlos eine Kompanie gegen Kompanie stellen und kriegst das an einem Abend durch. Bei Destiny würde ich jetzt mal behaupten, äh, selbe Zeit kommst du mit einem 8 gegen 8 mit erfahrenen Spielern auch ganz gut hin. Ähm, also ist von daher beschleunigt das Spiel auf jeden Fall, hat aber ein bisschen mehr Detailgrad als Alpha Strike, was ich sehr angenehm finde, weil das habe ich nämlich an Alpha-Strike immer sehr vermisst. Uh, und das dann auch noch kombinierend mit dem Macquarie destiny finde ich, ist eine ziemlich starke Lösung uh, ich würde jetzt nicht behaupten, das eine ist besser als das andere, sondern nur für verschiedene Anlässe ist das eine oder andere besser also wenn man zum Beispiel in der Woche abend spielen will uh, mit einer größeren Truppe sind es halt Alpha Strike oder Destiny wenn man eine kleine äh, Truppe spielt dann Destiny oder Classic und vor allem hat man sehr erfahrene Spieler, kann man durchaus Classic spielen. Hat man Gelegenheitsspieler, die vielleicht ein oder zweimal im Jahr spielen, sind Alpha Strike oder Destiny halt dann die bessere Wahl. So könnte man es ungefähr sagen. Aber überall in meiner Schilderung taucht Destiny auf, auffälligerweise. Deswegen sage ich, also es ist so Best of Breed, also irgendwie richtig geiles Mittelding. Ähm, ist auch kostenlos von Fans gemacht, wenn man ihnen ein bisschen Kohle dazugeben will. Kann man auch noch so einen Patreon-Rang äh, erwerben und ihnen halt ein paar Dollar pro Monat äh, zukommen lassen? Ist aber keine Pflicht. Man kommt an die Regelwerke, das sind PDFs, und die verweisen auch auf die Regelwerke. Äh, also Alpha Strike, Classic oder halt MacWarrior Destiny. Ein Kritikpunkt auch von Kritikern von Destiny ist eben, dass man diese Bücher dafür braucht. Aber das ist auch legitim und da ist es vielleicht eine gute Überleitung zum nächsten Thema, dass es da rechtliche Probleme bzw. Ein, ein Rechtsthema gab innerhalb der Fan-Community mit Catalyst. Denn man kann nicht einfach. Regelbücher kopieren, zusammenbinden, dann noch ein Preisschild drauftecken und sagen, hier, wir verkaufen euch das. Das ist äh, rechtlich ganz, ganz dünnes Eis, auf dem man sozusagen sofort einbricht. Und deswegen haben die Jungs, die die Destiny, also Death from Above Destiny, das Spielsystem gemacht haben, genau richtig getan. Denn äh, so sind sie absolut legal, haben einen Service für die Fans gemacht. Man kann ihnen ein bisschen Kohle zukommen lassen, wenn man möchte. Aber sonst ist halt alles frei und Okay. Ja, mal Frage an dich äh, oder an euch. Hoshi, du hast ja mitgespielt und Ike, du auch. Wie hat es euch denn gefallen? Also ich, ich fand es äh, wirklich sehr, sehr cool, weil es ein bisschen, äh, wie, du, wie du sagst, so ein bisschen die Vorteile von Alpha Strike und, und Tabletop zusammenführt. Also ich möchte Tabletop auf keinen Fall äh, missen, sage ich mal, weil es... Äh, halt eine komplexe Simulation quasi ist, aber für für's, genau genau solche Spiele also und auch wirklich um Storytelling zu betreiben und im Zusammenhang mit dem Rollenspiel das zu spielen und so ähm, finde ich das richtig richtig gut und finde es besser meiner Meinung nach, also ich finde es viel besser als Alpha Strike weil Alpha Strike war mir ein bisschen zu viel ähm, Zufall und 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 Brute Force ja? Und, und, das ist wirklich eine gute Kombi, so dass man genügend Taktik auch noch ausspielen kann und Storytelling mitbetreiben kann. Also, von mir beide Daumen hoch. Das finde ich eben auch und ähm, da möchte ich vielleicht noch mal kurz einhaken, bevor äh, Ike noch was dazu sagt. Da gab es einen äh, User, der hatte geschrieben: Ja, aber bei Destiny benutze ich nicht die ganze Karte. Äh, in Alpha Strike kann ich mich viel besser bewegen und benutze das ganze Spielfeld. Also Karte ist falscher Begriff, sondern das Spielfeld. Und er sagt: Ja, nein. Ähm, bei Alpha Strike ist halt der Maßstab ein anderer. Das heißt, man kommt mit relativ wenig Bewegung sehr schnell an den Rand des Spielfeldes. Da Destiny die Reichweiten und die Bewegungsreichweite natürlich entsprechend halbiert hat, wird im Prinzip das Spielfeld vergrößert. Und man hat halt mehr Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und sich zu bewegen, zu flankieren und steht sich halt nicht sofort in Runde zwei mit äh, allen Waffen entgegen und beschießt sich. Und das ist für mich gerade der große Vorteil, denn ich habe vor jetzt wenigen Monaten noch mit äh, den äh, Kollegen, die ich angesprochen habe, hier in Nürnberg, eine Chaos-Kampagne in Alpha Strike gespielt und da haben wir festgestellt, dass die Mechs, so wie so ein Atlas oder ein Hunchback, die halt schon auf mittlere Distanz den vollen Punch haben, einfach enorme Vorteile haben. Und wenn du das dann noch kombinierst, halt so richtig schwere Mittelstrecken, Brocken mit irgendwelchen leichten Mechs, die möglichst billig sind, hast du halt so eine Power-Kombination, mit der du unglaublich viel aus dem Feld schlagen kannst. Denn durch das viele Gelände in Alpha Strike, das du für gewöhnlich hast, du kannst natürlich auch die kleine Spielkarte relativ Gelände befreit halten, ähm, Kommt es selten zum Fernkampf, sondern meistens geht die Action halt auf Medium los und da sind halt diese Mechs halt absolut im Vorteil. Und da kommt das, was du gesagt hast, Hoshi, dieses Brute Force, sich dann da ähm, äh, äh, auf mittlere Distanz 24 Inch gegenüberstehen im Wald und sich dann so einen Schlagabtausch machen. Das ist meistens das, was dann passiert ist bei unseren Gefechten. Und das finde ich ein bisschen schade und das nimmt Battletech definitiv taktische Tiefe. So, Icke, jetzt du. Also mir hat das System sehr viel, äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es insgesamt ähm, durch die etwas ähm, Annäherung an Klassik, fand ich es ja viel besser. Du hast dein Mech nicht sofort verloren, nur weil du mal äh, in die Nähe von einem kamst. Du hast weiterhin die, ähm, du hast jetzt Waffengruppen, also nicht die, die einzelne Waffe macht, Hitze und du fällst nicht die Einzelnen, sondern du packst die in Gruppen zusammen. Es vereinfacht das zwar insgesamt auch, aber hat immer noch eine gewisse Grundkomplexität. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ähm, sie haben auch noch die Regeln angepasst. LRMs sind wirklich nützlich geworden. Normalerweise ja. im, im Klassik ähm, hast du halt nur, wenn du wirklich auf sieben Felder irgendwo dran warst, überhaupt irgendwie getroffen. Und das hat, äh, ich bin ähm, Battletech lore eher, also ich stehe auf den Katapult und äh, der de, de hat es hat richtig Sinn gemacht diesen einzusetzen und es hat richtig Spaß gemacht Raketen irgendwo runterhageln zu lassen. Ähm, das hat mir ja, ich hatte sehr extrem extrem viel Spaß und äh, hoffe auf äh, mehr Destiny. Also ich werde dann auch den mal ein bisschen was in den Hut werfen, damit ich mir die PDF auch runterladen kann und so. Ja, wie gesagt, müssen tust du es nicht, aber ist natürlich ein netter Zug. Ja, ich weiß, aber die haben ja Arbeit gemacht und ich finde, wer Arbeit macht, sollte auch um, ja, was davon haben. Genau, sehe ich auch so. Ähm, ganz kurz zur Erklärung mit den LMs, was ist nämlich ziemlich spannend, weil es gibt äh, praktisch vier Reichweiten in Destiny: eine Extended sozusagen noch über Long Range hinaus. Und die Grundwerte für die LRMs sind entsprechend modifiziert. Das heißt, eine plus null auf den eigenen äh, Schuss hat man in Short und Medium, also Kurz und Mittel, eine plus zwei hat man auf Long und eine plus zwei, vier erst auf Extended. Das heißt, die LRMs haben insgesamt mehr Reichweiten als ähm, also eine größere Reichweite als viele andere Waffensysteme wie AKs oder PPCs. Und dazu schießen sie etwas besser und auf die große Reichweite. Und das ist halt echt ein enormer Vorteil, ähm, den LRM-Standard halt bieten. Und das kann man in Destiny auch ganz gut ausspielen, weil das Gelände das dann auch hergibt. Also, es hat mir auch extrem gut gefallen. Ähm, raketen sind dadurch oder LRM-Mechs nicht äh, übermächtig, aber sie haben jetzt auf jeden Fall ein gutes Wort mitzureden. Okay, ähm, noch letzte Frage an dich, ecke bevor wir zum nächsten Thema gingen. Äh, das Rollenspiel, äh, also macquarie Destiny, wie hat dir das gefallen? Das hat mir auch sehr, äh, sehr gut gefallen. Also, wir sind da nicht zu komplex, ähm, nicht zu unterkomplex. Es ist nachvollziehbar, was man wirft. Und ja, insgesamt hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also. Es war ein, ein, ein sehr schöner Tag mit Rollenspiel und mit äh, ähm, Destiny. Also, das war mein Buff auf dem Brett. Übrigens, ich, ich muss mal sagen: Hast du einen Vogel? <lacht> 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 die da ja, sorry, irgendwie. Den irgendwie den die, die, die sind gerade am Abdrehen. Ich, ich, <laughs> ich decke sie mal ab. Ja, das wäre ganz nett. Ich habe nichts dagegen, aber ich glaube, der ein oder andere Hörer fühlt sich da vielleicht äh, verpiept. Ähm, ja. Genau, ich glaube, bei denen piept es. Genau. Ähm, machen wir doch mal den Wechsel dann zu dem rechtlichen Thema, das wir angeschnitten haben. Ona, magst du das mal kurz anreißen, was da passiert ist in der Community? Also, ähm, Catalyst ist auf jemanden zugegangen und ähm, hat mit dem äh, ja, so ein Gespräch geführt fassen wir das mal so zusammen, ähm, wo es einfach nur darum ging, äh, dass, äh, dass äh, ja so, so ein paar Grundlagen bezüglich IP mit dem besprechen wollten. Äh, das ist dann wohl bei dem anderen ein wenig heftiger angekommen, als es ursprünglich so von Seiten Catalyst geplant war. Das heißt also, der... Aber den Begriff IP musst du da vielleicht kurz mal erklären. Okay, IP, Intellectual Property, also äh, da, wo dann auch immer... Äh, dabei steht, dass BattleTech äh, gehört zur, äh, zur Tops-Gruppe und äh, alles Mögliche, dass das äh, was, was damit zu tun hat, dass das halt auch äh, deren, äh, deren intellektuelles äh, Eigentum ist und ähm, dass äh, ja dass die halt die einzigen Vermarktungsrechte davon äh, daran haben. Ähm, ich hoffe, dass das fasst das so ganz gut zusammen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber wer hat denn da irgendwie eine rote Linie überschritten oder wie hat er denn die rote Linie überschritten und weswegen Catalystor aktiv geworden ist? Ähm, ja, genau. Ähm, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, weil äh, der letzte Teil, der war für mich eher interessant, der erste Teil, den, den habe ich nur überflogen. Also ich habe es auch nur ganz grob mitbekommen. Also da gab es eine Community Gruppe, die wohl auch ein Preisschild auf eine ihrer Leistungen gesetzt hat bezüglich Battletech. Ich kann nicht sagen, konkret was und wie hoch, ähm, aber das war so im Anrüchig im, im Bereich von, oh, da macht jemand Geld mit Battletech und zwar nicht wie jetzt äh, der From Above freiwillig als Patreon, sondern ihr bekommt äh, Leistung XY nur, wenn ihr Mitgliedsbeitrag oder Beitrag XY zahlt oder sowas in der Richtung. So habe ich es verstanden. Und äh, das ist natürlich dann schon grenzwertig. Und bevor dann Tops äh, mit, äh, die sind ja eine große US-Company, dann das Breitschwert rausholt, das rechtliche und Justitia äh, losschickt, ne, fühlte sich Catalyst bemüht, da eine Warnung auszusprechen. Wie freundlich die jetzt war, kann ich nicht sagen. Aber da gab es wohl jemanden in der Community, der da ziemlich heftig drauf reagiert hat und noch beleidigt wurde. Und das gab es dann so einen kleinen Aufreger. Und am Ende des Tages hat Catalyst dann äh, einen offenen Brief dazu geschrieben und die Sache aus ihrer Sicht erklärt, dieser Person auch alles Gute gewünscht. Also haben sie sich bemüht, das Kriegsbeil zu begraben, die Umstände sachlich zu erklären und damit das Thema dann auch beendet. Würde ich sagen, haben sie aus meiner Sicht recht elegant gelöst und so sollte es sein, weil Streit hatten wir ja in der Battletech-Fan-Community in den letzten 30, 40 Jahren schon mehr als genug. Da braucht es nicht mehr. Also wir haben ja äh, auch in, der, äh, in, in vergangenen Podcasts schon mal darüber gesprochen, dass es natürlich ne, im Zeitalter der 3D-Drucker ähm, gibt es Möglichkeiten, sich halt ähm, äh, auch solchen Content halt äh, entweder selbst zu produzieren oder halt auch einzukaufen, ne, auch unter den, äh, unter den offiziellen äh, Battletech-Namen, Raven, Marauder, Warhammer, wie auch immer. Und äh, das ist dann halt so ein Punkt, wo, äh, wo halt äh, die IP halt verletzt wird, weil man halt äh, etwas, das äh, das äh, das halt ganz klar äh, oder sagen wir mal, sehr wahrscheinlich ein, ein Mac aus dem BattleTech-Universum ist, äh, damit dann halt Geld verdient äh, und nicht halt an der Stelle Tops beziehungsweise Catalyst. Genau, also für mich war das Thema in Ordnung, solange es nichts gab, ne? also solange äh, einfach neue Figuren im neuen Gewand äh, in guter Qualität einfach nicht verfügbar waren, ähm, war das für mich, also sag ich mal, da habe ich mich auch in der Grauzone bewegt, äh, nicht weil ich produziert oder verkauft habe, um Gottes Willen, aber jetzt so von, von, von äh, der Beurteilung halt her. Aber jetzt, wo äh, Catalyst und Co auch wirklich geiles Material geliefert haben und es genug Mechs gibt und man wirklich praktisch alles kaufen kann, auch die ehemaligen Anziehen, finde ich, ist das Argument vom Tisch und da sollte man dann schon auch die offiziellen Sachen kaufen, weil so funktioniert es halt nun mal unser Wirtschaftssystem. Wenn einem eine Marke gehört oder die Rechte daran, dann hat man halt auch die alleinigen Rechte. Und wenn man es nicht tut, dann bewegt man sich ähm, ja auf dünnem Eis rechtlich gesehen und dann... Ist eine freundliche Warnung eigentlich noch sehr entgegenkommen? Man hätte ja auch gleich einen Brief vom Anwalt im Postkasten haben können, mit Summe X, die da gefordert wird. Genau. Ihr könnt ja alle mal googeln, was so Games Workshop in, im, äh, im Vergleich bei sowas macht. Ähm, ich habe da, glaube ich, äh, die Formulierung in unserer WhatsApp-Gruppe benutzt, dass die einen Kleinbus vorbeischicken mit, mit Anwälten, äh, die dann einem die Hölle heiß machen. Also, ähm, das ist, was das angeht, ist, glaube ich,. Äh, ist noch, noch sehr human, da stimme, stimme ich Olli absolut überein. Genau. Also Jungs, passt auf, Jungs und Mädels draußen, was ihr da tut. Äh, es ist, äh, war lange Zeit ein bisschen Wilder Westen im Battletech, aber jetzt ist das wieder in geordneten Bahnen und da sollte man aufpassen, dass man die Rechte der anderen auch wahrt. Ich würde sagen, damit lassen wir das Thema auch ruhen, oder? Ja, und, definitiv. Äh, äh Icke, wie ist es bei dir? Sind deine Vögel jetzt äh, zu Bett gebracht worden oder hast du sie in die Pfanne gehauen? <laughs> Nein, ich habe es äh, klassisch gemacht, wie man es mit Bögel gemacht. Einmal abdecken und dann hören sie meistens. Also ich will jetzt nicht die Hand äh, ins Feuer dafür legen, aber im Moment sind sie etwas ruhiger. Okay, gut, dass du keine Pferde hast, weil der harte Abdecken einen ganz anderen, äh, anderen <laughs> Bedeutung. <laughs> das stimmt, da äh, müsste ich aber auch vollen Körpereinsatz zeigen. Genau, war ist auch ein bisschen blutig bei dir gerade in der Wohnung. Oh Gott. Warum Aber, bin ich hier? Haben wir noch ein Thema? Bitte ja, ja hoffentlich. Ja, MWO, er ist da, er ist gekommen, der Crusader. Yay! Ja, genau. Genau, also äh, er ist ja hochgepriesen worden, äh, er sah ganz knuffelig aus. Ähm, Game Changer war er nicht. Also ist so er oh. bisher in keinster Weise. Ähm, ist ganz knuffig, aber ja. Also, ich weiß nicht, wie ihr den fahrt, aber ähm, irgendwie so, der ist so, der ist immer noch so auf der um, mittelmäßig, wo er, er gerade am Fahren ist. Ich meine, der schaut hübsch aus. Ah, hübsch ist er. Ich, ich kann den aktuell noch nicht fahren. Ich bin ja im wahrsten Sinne des Wortes gehandicapt. Ha, mhm. ha, ha. Ich kann noch keine Maus, also mit links wage ich mich da nicht dran. Und äh, mit rechts äh, geht gerade nicht. Also, äh, die ähm, Hörer dürften das nicht wissen, was hier passiert ist. Äh, du hast gekämpft und der Boden hat gewonnen. Ja, die Schwerkraft hat gewonnen und äh, die Balance habe ich verloren. Und dann war plötzlich mein rechtes Handgelenk hinne. Und ja, das ist jetzt leider schon nach zwei OPs ein etwas längerer Zustand. Es wird langsam besser, aber es ist noch weit entfernt davon, gut zu sein. Shit, genau, aber ne, was einen nicht umbringt und so. <laughs> verursacht nur Schmerzen. Genau, also die offizielle Geschichte ist, äh, da waren Steiner-Attentat, sie haben vier Atlasse nach dem, äh, dem Olli geschmissen und drei davon hat er sauber mit der Handkante erwischt und der letzte halt in einem unglücklichen Winkel, deswegen. Ja, ja, ja. Genau. Sein Kiefer war einfach doch zu hart. Also ich habe ihn zum Splittern gebracht, aber das hat halt genau. auch mein Handgelenk da nicht mehr mitgemacht. Ja, wir haben versucht, ihn am Chapter-Treffen mit Spiritosen und Sake und so weiter aufzumöbeln, aber es ist uns nicht ganz gelungen bisher. Ja. Obwohl, war, war, ist die offizielle Geschichte nicht, die, dass ich den Atlas mit einem Handkantenschlag umgenietet habe? Ja, absolut. Ja. Genau, das, das das ist, genau, das so, so nehmen wir das. Gekauft. Mhm. <laughs> ja, dann konntest du ja auch nicht das neue MW5-Add-on spielen. Dann ist ja die nee. Frage, wer hat das von den anderen dann schon gespielt? Nein, leider. Ich auch nicht. Nee. Okay, habt ihr es wenigstens gekauft? Ja. Nein. Ja. Okay. <laughs> äh, Meldrik, hast du gesagt, du hast es gespielt oder hast du hast es nicht gespielt? Ja, ich habe es gekauft, ich habe auch gespielt, aber ich habe tatsächlich nichts gemerkt von dem neuen Add-on. Aber das liegt daran, dass ich sowieso noch in der Kampagne stecke, deswegen äh, kann ich nichts zu sagen. Äh, können wir denn dem äh, geneigten Zuhörer erzählen, was das Add-on an sich bringen soll? Ja, hauptsächlich äh, Nahkampfwaffen, ne? Also mhm. so man mäßig Also bisher, es waren ja schon Nahkampfattacken drin, mit, mit Faust zu hauen. Was ich auch ziemlich neckisch finde, muss ich sagen, äh, in einem der, der früheren DLCs oder Add-ons. Und jetzt haben sie halt da nochmal richtige Waffen mit reingebracht. Also die Videos, die ich gesehen habe, sahen auf jeden Fall cool aus und es gehört auf jeden Fall zu Battletech dazu, von daher eine sinnvolle Erweiterung. Aber... Das neue Add-on ist jetzt so vom Umfang und was sie da geboten haben, an neuem neuen Material nicht vergleichbar mit dem vorangegangenen, wo es ja eine, auch äh, richtig Missionen noch dann, also eine Kampagne gab oder sowas. Das haben sie jetzt in dem Sinne, glaube ich, nicht. Es gibt, glaube ich, nur quest rein. Äh, unterbrecht mich, wenn ich Unsinn rede, äh, um halt an spezielle Mechs heranzukommen, wie äh, jetzt so Nahkampfdinger. Ne? Ist das korrekt oder erzähle ich der Tulux? Nee, das ist das, was ich. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich, was ich gelesen habe, ja. Also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, sobald ich wieder kann. Ich habe jetzt, weißt du, da kaufst du es und dann kannst du nicht spielen. Das fand ich irgendwie doof und deswegen habe ich gesagt, okay, sobald ich wieder kann, schlage ich dann auch zu. So gehört okay. sich das. Dann äh, haben die meisten das gekauft, ohne zu spielen, einfach nur um es zu unterstützen und Olli macht es dann, wenn er auch endlich spielen darf. Ja, dann... Bei mir, ist, bei mir ist das so ein Reflex, da kommt irgendwie Mac-Spiel, Erweiterung, irgendwas, dann, dann höre ich es irgendwo klicken und dann realisiere ich, dass ich es gekauft habe. Genau, die Masse memory muss kaufen. Hm. Das kenne ich irgendwo, ja. Irgendwie, ja. Gut, dann haben wir das alles, äh, die Themen vom Thema besprochen. Und ähm, weil wir auch ein Feedback bekommen haben... Wir sollen mehr äh, Dingens nehmen. Äh, wie heißen die Dinger? Notes, Chapter-Marken? Ähm, ne? ähm, Chaptermarken, Kapitelmarken, jetzt habe ich es. Äh, gibt es jetzt Kapitelmarken? Yay! Freude, Freude. Und, ja. Und für podcast <laughs> Ja, genau. Und äh, die, die dann hier jetzt sind, zum äh, Thema würde ich sagen, Meldrick. Warum, warum in Gottes Namen Clan Wolf und warum denn auch noch die Kreuzritter? Ja. Darf ich ganz kurz noch was einschieben, bevor wir damit anfangen? Ich habe nämlich, wir haben auch einen clan Wolfen okay. gehabt. Ah. Okay. Ähm, jetzt nach Corona auch nach, nach, nach einiger Zeit wieder eins gehabt und äh, wir haben da Alpha Strike auch wieder gespielt, äh, ein 1 gegen 1 Turnier äh, mit schönem Preis auch. Ne? Wir haben so eine Starterbox als für den ersten Sieger. Äh, mm. Und haben da auch den Modus ein bisschen geändert. Wir haben dann quasi für einen Mech, der fünf Schaden machen kann, haben wir dann kein, nicht einfach fünf Schaden abgestrichen, sondern der hat dann fünfmal gewürfelt, hat das Ganze ein bisschen interessanter gestaltet. Und ähm, wir haben auch eine ganz interessante Kampagne gemacht. Also, neben der hit kampagne Clan Wolf, die wir angefangen hatten, haben wir auch noch eine, äh, eine Faction-War-Karte von MWO sozusagen äh, kopiert und auf die Tischplatte quasi inspiriert. Äh, mhm. Wir haben uns dann Orbitalgeschütz ausgedruckt, äh, beziehungsweise nicht wir, sondern unser Lehrmeister, der Nimrod hat, das gemacht mit ein paar Mauern. Und da haben wir uns eine Stadt gebaut und haben auch äh, ein Geburtsverfahren gehabt, wo mehrere Clan-Kommandeure gegeneinander bieten konnten und wo wir dann mit Trineries angetreten sind gegen die Verteidiger der Kanone. Und wo wir dann auch zum ersten Mal so gespielt haben, dass für jeden Mech, der gefallen ist, ein neuer bei den Drop-Punkten quasi nochmal einsteigt. Das war sehr interessant, weil das Ganze einfach ein bisschen äh, offener hält, nicht derjenige, da der muss ich, erst. Ja. muss ich mal nachfragen. Hat das mit dem Bieten gut funktioniert bei euch? Weil ich habe das auch schon mal probiert, aber die waren alle so lazy. Die haben alle so, ja, Anfangsgebot, alle, ja, dann, dann spiel damit. So, was? <laughs> ja, also oh. die Tendenz, Tendenz ist tatsächlich so, dass man sehr vorsichtig bietet, weil man halt schwer einschätzen kann, weil die meisten das auch relativ selten machen. Aber wir haben tatsächlich ein toolgestütztes Gebotsverfahren, was, also ich habe ja eine... Eine App für die Alpha-Strike-Karten auf dem Handy bzw. ein Tablet zu bedienen, damit du auch mehrere Macs quasi nebeneinander kannst umschalten und so. Und äh, da drin kannst du dir deine Macs erfassen. Die werden von der Master Unit List äh, gezogen und dann hast du auch natürlich für deine Force, die du da eingetragen hast, äh, ein Point-Value, eine Summe. Und äh, dann wird jeder Spieler geht dann hin, äh, erfasst sich die Trinary, also jeder von uns hatte eine Trinary dabei, beziehungsweise hat eine gestellt bekommen, für die, die keine hatten und äh, die sind dann eingetragen worden und dann hattest du halt deine Point Values von den Max, die du halt hattest und dann konntest du einzelne Max kannst du in dem Tool dann wegnehmen, kannst du rausziehen und dann geht der Point Value runter und auf einer anderen Seite in der App siehst du dann eine automatische Sortierung, dann siehst du halt wer quasi oben steht gegenüber der op vor, also der der Gegner Force, die hat halt auch logischerweise auch ein Point Value und dann kannst du halt drei um sind wir dann gegangen, jeder hat in der App dann da seine Sachen gedrückt, hat sich dann entsprechend seine Gebote rausgenommen und dann haben wir auf einem Monitor. Wir waren im Landalpark, da hat man so ein, so ein Fernseh da in der Ecke stehen, relativ großes und da hast du dann diese Übersicht gesehen äh, mit einer Reihenfolge. Also oben die Opfer und darunter die Bieter und dann hast du halt gesehen, wer gerade vom Geburtsverfahren halt oben stand und dann sind die so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich glaube, wir haben, ich muss mal überlegen. Ich glaube, wir waren sieben oder acht Spieler und wir haben drei Runden, glaube ich, geboten und äh, ein paar sind in der zweiten Runde raus und aber das war eigentlich ganz interessant. Ja. Da muss ich übrigens auch nochmal, weil du sagst Opfer, ne? Also, als ich das das erste Mal gehabt habe, da dachte ich mir so, das wäre so ein bisschen respektlos, dass man sagt, die Opfer, ne, im Deutschen. Und da habe ich mal gesteckt, <laughs> ja. dass es Opposing Force, also die gegnerische Streitkräfte, ja. bedeutet, als Abkürzung. Nur zur Erklärung, vielleicht für den einen, wir sind also nicht mhm. respektlos unseren Gegnern gegenüber und bezeichnen die nicht als Opfer, außer ja. sie sind Davians. <laughs> genau. Aber, äh, das, ja. aber das macht das bieten ja auch realistisch, weil wenn man jetzt an, äh, ich sage jetzt mal in den, in den Büchern nachliest ja, also und ich glaube das kommt sogar schon in der krensky Trilogie einmal vor wie sie am Kampfschiff stehen und bieten mhm. die lassen sich da ja auch Zeit und machen Kalkulationen und alles mögliche bevor der Nächste sein Gebot abgibt also ja, das ist ja. tatsächlich, dass die sich sehr viel Zeit lassen bis zum nächsten Gebot, um halt auch sicher zu gehen, dass das realistisch ist und nicht irgendwie, äh, ich versuche jetzt um jeden Preis zu unterbieten und kriege dann eins auf die Mütze, ne? Du, da, da habe ich mal eine Frage an Meldrick. Du als erfahrener Claner, der jetzt auch schon solche beatstreite gemacht hat. Wir haben damals das tricross szenario gespielt und da waren ja mehrere Gefechte parallel und die Streitkraft, die dabei am erfolgreichsten ist, hat sozusagen die Ehre, den finalen Angriff auf den Raumhafen zu führen. Okay, soweit zu so verstanden, ne? Mhm, ja. Ich hatte damals sehr, sehr niedrig geboten und habe meinen Kampf auch gewonnen, mein Szenario, wenn auch mit Verlusten. Aber im Endeffekt war meine Streitkraft deutlich kleiner als das, was der Kollege parallel aufgestellt hat. Der hat äh, praktisch einen kompletten Trinärstern mit äh, Stormcrows und Weiß der Fuchs was aufgestellt, die wirklich imbar waren, die, die in der Sphäre einfach beiseite geschoben haben. Und der hat sein Szenario natürlich auch gewonnen. Ähm, aber wie gesagt, ein Vielfaches, oder der Vielfaches ist jetzt falsch, aber deutlich höhere Battle Value als das, was ich hatte. Wer von aus deiner Sicht hätte jetzt quasi die Ehre gehabt, ähm, den Raumhafen anzugreifen? Das hängt natürlich davon ab, wie die Gegner ausgesehen haben. Wenn du genauso viele Gegner hattest wie der andere, der geboten hat und er hat. Vergleichbar, ja. Ziemlich vergleichbar. Ja, dann hat natürlich derjenige besser gekämpft, der mit weniger Kräften angetreten ist. Aus Sicht ist das immer besser, wenn man weniger Ressourcen einsetzt und ein erfolgreiches Ergebnis erzielt. Das fand ich nämlich auch, das ist uns nur zu spät, weil wir in der Sferlinge sind. Das ist uns erst nachher aufgefallen. Wir haben dann tatsächlich das letzte Gefecht gespielt. Der Kollege durfte es dann spielen, weil er ja äh, quasi vom Gefecht her erfolgreicher war. Ne? Weil, wie gesagt, seine Streitmacht deutlich stärker. Und damit hat er aber das Finale halt dann auch, ja, easy gewonnen, weil einfach seine Streitmacht so stark war und es war dann imbalanced und es hat dann das Finale auch nicht so richtig Spaß gemacht. Ich habe dann mit ja. dem Kadukus, äh, falls uns zuhört, hallo, schöne Grüße. Das ist dann nämlich auch nochmal aufgefallen. Und wir haben dann bei mir zu Hause mit meiner Streitkraft, weil ich hatte ja alle Bögen noch, dann haben wir das Finale dann nochmal nachgespielt? Das war super knapp und spannend. Ich habe zwar als klein -Falken dann gewonnen, aber wirklich auf letzter Rille. Also so war es richtig gut. Und ich habe halt auch gesagt, eigentlich hätte derjenige das Finale spielen müssen, aber das ist mir im Moment halt auch nicht aufgefallen, der mit der geringeren Streitmacht angetreten ist. Ja, also ich, natürlich ist das immer so eine Sache, das muss ja diejenige, die Gruppe, die spielt oder der Spielleiter halt auch ein bisschen mitentscheiden. Aber ich sag mal, vom Clan-Standpunkt vom aus bietest du ja, um Verschwendung zu vermeiden mit möglichst wenig Truppen, die angreifen. Und ich sag mal, es ist natürlich ehrenvoller, mit weniger Max äh, ungefähr gleich viele Gegner zu besiegen, als sie einfach wegzufegen. Wenn du, wenn du halt äh, schon mit einem großen Vorteil in den Kampf gehst, das ist eigentlich total klar und untypisch. Und ähm, in so einem Zusammenhang hätte ich dann auch gesagt, derjenige mit den weniger Truppen hätte dann möglicherweise da. Den Vorteil äh, für die nachfolgenden Kämpfe, aber ist natürlich, man kann es auch andersrum definieren und sagen, wer hat denn mehr Gegner vernichtet, wer, wer hat mehr Point Value vernichtet. Wie gesagt, um, mein, meine reflexartige Einschätzung wäre jetzt gewesen: umso mehr Kräfte man einsetzt und trotzdem erfolgreich ist, umso besser bist du im Auge des Claners. Also vernichtet habe ich sogar fast eh nicht viel, ich hatte nur etwas größere Verluste, weil meine Einheiten natürlich leichter waren. Ich hatte so was wie Hellbringer oder auch äh, Ulla, ich weiß nicht, wie heißt die Kid Kidfox, glaube ich, ne? Sowas hatte ich halt dabei und halt nicht nur Stormcrows und Summoner und Madcat äh, oder Timberwolf, sondern leichte Mechs halt auch und äh, halt auch sowas wie Hellbringer. Ne? Also in so einem Zusammenhang, ich glaube, wir würden uns da einen Spaß draus machen, da lange drüber zu diskutieren, wie wir denn jetzt so einen Sieg bewerten und wer denn jetzt besser war. Das kann man auch in Rolle diskutieren und ähm, ich glaube, also mein reflexartiger äh, erster Wurf wäre jetzt gewesen, ne? wie ich eben gesagt habe. Aber da kann man natürlich drüber streiten. Das mache ich sehr gerne mit unserem Lehrmeister. Der äh, ist da sehr drin in der Thematik und im Lore und so. Und dann kann man sich da trefflich drüber unterhalten bei einem Bier oder bei einem Sake, den wir tatsächlich auch getrunken haben beim clan Ja, ähm, ja, ich, das wird das Thema ganz schnell noch abschließen hier vom Clan-Treffen. Also, wir haben ja diese, ähm, dieses Szenario mit Faction Warfare nachgebaut, das war ein sehr interessantes Ding. Wir haben es leider nicht geschafft, es fertig zu spielen, weil das ist dann nachher zu lange geworden aber es war auf jeden Fall mal eine sehr interessante Sache. Wir hatten auch besondere Ziele für spezielle Einheiten. Wir haben zum Beispiel äh, die Tor-Kontrollen, äh, konnte man mit Elementaren öffnen. Das heißt, man musste Elementare mitnehmen und die hatten dann auch einen Sinn im Spiel, weil ansonsten machen die nicht wirklich viel Sinn. Ähm und das war auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, Spiel auch. Und wir haben dann auch versucht, am Tisch so ein bisschen. Ähm, halt, so, so Rollenspielelemente mit reinzubringen, ganz wenig, aber das war auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung. Und äh, jetzt muss ich noch ganz schnell vielen Dank loswerden an Nimrod, der das Ganze organisiert hat, äh, an dieser Stelle. So, jetzt habe ich das auch gemacht, sehr gut. Wunderbar, ähm, muss ja auch sein, ne? Genau, ja, das ist, äh, auf jeden Fall ist es immer viel Arbeit und wir haben das jetzt äh, ein paar Jahre lang mitgemacht wegen Corona und ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat und naja. Weil, weil ihr eben von eurem erzählt habt, habe ich gedacht, schieße ich das auch nochmal rein. Na Hauch klar, aus, ne? Ich werde jetzt einfach eine, neues, eine neue Kapitelmarke machen. Thema ja, genau, wirklicher Beginn. <laughs> Sorry. <lacht> ich hätte die kaputt gemacht, ja. Alles klar. Alles gut, alles gut. Bam. So, ja, Sabotage. Ja, aber jetzt ja. eine Frage. Warum äh, gerade Crusader und Clan Wolf eine sehr unübliche Kombination? Das ist so ein bisschen, wenn du sagst, ich hätte ein veganes Rumsteak, ne? Ja, das mag so sein auf den ersten Blick, aber ähm, das sind so, so Dinge, sag ich mal, man ist bei Battletech sehr stark auf so äh, Stereotypen. Man hat halt so diese, diese Einschätzung von, meinetwegen, keine Ahnung, man sagt Nebelpader und jeder sagt York Crusader. Okay, wird bei den meisten zutreffen, aber bei den Wölfen zum Beispiel, die Wölfe sind so ein Clan, die halt äh, geteilt sind. Die haben sich ja auch später geteilt nach dem äh, ne, also Widerspruchskrieg und so weil die auch einen großen Anteil an Kreuzrittern im Thoman die ganze Zeit schon hatten. Die hatten natürlich eine Führung und einen Kahn, der Bewahrer war zum Zeitpunkt der Invasion, dann später nach, dem, nach der Neuwahl des Inkans und so. Aber eigentlich hatten sie ja sehr viele Kreuzritter. Aber jetzt nochmal zu, zu der Frage, warum denn Kreuzritter und warum Wolf? Also ich war zuerst Wolf im Sinne von, ich habe die Bücher gelesen, habe natürlich Blut der Kerenzke gelesen, habe die ganze Story mit Fellern und so, alles hat man so miterlebt. Ne? Das hat ja Denke ich mal, jeder erlebt das trifft so in der Zeit, genau. Mhm. Die Bücher ja, genau raus und das ja, finde ich auch total geil. Die Bücher so gesuchtet und man hat wirklich drauf sich gefreut, weil als nächstes passiert und man war total gespannt, wie geht denn jetzt da weiter und so. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie flatt gehasst wegen äh, Rana und ne, das sind alles Sachen, ja, die haben wir alles erlebt, genau. So, deswegen, ähm, ich hatte vorher auch schon so ein bisschen Bezug zu Wölfen und für mich hat das gepasst, wie die Faust aufs Auge. Für mich war klar. Egal, was jetzt passiert, Wolf Hoch, ist mal Faust gesetzt. Und Auge äh, Vlad und Katharine, ne? Das passt auch. Ja, hat er verdient. <laughs> ähm, <laughs> <Sie> hat <haben lacht> Nicht verdient. Ja. Ähm, so und deswegen, deswegen erstmal Wolf war gesetzt und da gab es dann auch keinen großen ähm, Spielraum mehr. So. also ich, hat, ich kann mir nicht vorstellen, dann jetzt irgendwie in einen anderen Clan zu wechseln, Nebelpaar. Das Einzige, was ich mir vielleicht hätte vorstellen können, wäre Geisterbär. Aber im Prinzip war Wolf immer klar und da ist es auch bei geblieben. Be ja, Ja, Ich bin dann äh, halt in den Büchern auch, also als ich die Bücher gelesen habe, war ich immer so ein bisschen Bewahrerseite. Ne? Man, ja, man, man geht ja mit dem Held der Bücher mit und so und Fellern und so weiter. Da ist man so ein bisschen auch Seite der Bewahrer. Ähm, ich komme aber später in meinen äh, Punkten, die ich hier aufgeschrieben habe, auch noch dazu, warum ich die Kreuzritterphilosophie am Ende dann doch irgendwie sinnvoller finde. Aber es ist halt, es ist halt gewachsen. Ne? Man hat die Bücher gelesen, man hat dann auch die spätere Geschichte von Battletech, da kommt ja noch ganz viel hinterher. Und da äh, sind mir dann immer mehr ähm, Argumente quasi äh, gebracht worden in den Büchern, meistens von Seiten von IS-Häusern, von anderen Fraktionen, die halt immer mehr die Kreuzrutter-Fraktion eigentlich bestätigen. Und deswegen ähm, ist das eigentlich für mich keine. Kein widerspruch sozusagen wolf und kreuzritter ist eigentlich das sind ja auch die wölfe die bei flat geblieben sind und das sind ja auch nach wie vor immer noch wölfe und ja das ist eigentlich kein widerspruch in dem sinne für mich ich, ich kann es nachvollziehen, um mal meine zwei Cent dazu zu bringen. Also die Indosphäre hat sich ja tatsächlich mit gerade den ersten beiden Nachfolgekriegen nicht mit Ruhm bekleidet, was sie da veranstaltet haben. Und wie in, natürlich war das auch da wie eine Sabotage, dass, dass die armen Kuritas quasi in diesen Konflikt hineingezogen wurden. Ganz unschuldig, selbstverständlich. Und Kintares 4 war ja auch nur mehr oder weniger ein Betriebsunfall. Ähm, also sofern jetzt mal auch nur um das klarzustellen. Ne? Ohne du stimmst mir zu, richtig? Aber selbstverständlich, selbstverständlich. Das war quasi äh, Selbstverteidigung. Genau, das war reine Selbstverteidigung. Ähm, aber es waren auch nur militärische Operationen, keine Kriege, die wir da geführt haben. Ne? Mm -mm. Ja, ja, genau. <laughs> Aber Tatsache, also die inneren Sphäre, Fürsten haben sich über die Jahrhunderte nicht mit äh, Ruhm bekleckert. Und der Ansatz, den wir schon beim Bieten angesprochen haben, dass man versucht, erstmal die Kollateralschäden auf ein Minimum zu begrenzen, dass es ein Konflikt zwischen Kriegern ist, das geboten wird, dass man Ressourcen schauen, dass man die Zivilisten aus der Sache rigoros heraushält, ne? das ist alles auch aller ihren Wert. Und dass natürlich die Kreuzritter sagen, wir müssen diejenigen, die dieses Szenario heraufbeschworen haben, das waren nochmal die House Lords, äh, beseitigen, damit die Inneren Sphäre äh, glücklich leben kann und eine äh, doch zivileren Zukunft, trotz des Militarismus der Clans, weil Kastenwesen mal nun mal. Ja. Kann ist also aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, aber hat natürlich dann auch wieder ein paar Nachteile. Aber jetzt erstmal du. Ja, äh, ja, genau, das ist schon mal wieder ein gutes Stichwort. Ähm, jetzt, ich kann hier an der Stelle eigentlich genau da weitermachen. Ähm, du hast jetzt gesagt, Kastenwesen, natürlich, Kasten, Kastenwesen, ja, aber das ist auch einer dieser Stereotypen, die man immer wieder hört in dem Kontext klaner Kriegergesellschaft und alles nur Krieg und keine Ahnung. Ähm, ich ich gehe mal die Punkte hier, da komme ich gleich noch drauf, aber ich gehe mal die, die Liste hier durch. Also man hat zivilisierte, ritualisierte Kriegsführung auf Grundlage von einem Leistungsprinzip. Wo die Leistungen honoriert werden und Möglichkeiten zum Aufstieg äh, halt bestehen, dadurch, dass man Leistung bringt. Das heißt, der Bessere kommt in höhere Positionen. Die Wölfe sind grundsätzlich pragmatischer und weniger dogmatisch als andere Clans, obwohl man sich im Rahmen der Clangesellschaft natürlich bewegt und im, im, im Rahmen der Traditionen. Ein Zitat von Natascha Kerensky ist zum Beispiel, dass. Äh, das äh, sklavische Verfolgen von Ritualen eigentlich nur zeigt, dass man nichts Besseres hat, worüber man nachdenken kann. Also, es ist nicht wirklich ganz starr, man ist sehr flexibel, opportunistisch ist vielleicht so ein Wort, was da passt. Da sind andere Clans auch anders, aber die Wölfe sind halt so. Das sieht man auch in Tukayet mit den ganzen Kämpfen und auch in der Invasion generell. Die Wölfe haben auch relativ gut äh, die Zivilbevölkerung befriedet, weil sie halt nicht so äh, brutal das Ganze denen aufgedrückt haben, sondern halt äh, eher mit der Zivilbevölkerung zusammengearbeitet haben. Deswegen hatten die eigentlich schon relativ stabiles Hinterland, sage ich mal, wo andere Clans halt dann doch mit Aufständen zu kämpfen hatten oder mit mehr Aufständen. Ähm, deswegen gab es bei den Wölfen auch gewisse Toleranzen in den Traditionen. Die äh, Kasten waren durchlässiger bei entsprechender Leistung, also man konnte auch als, äh, als, als Freigeborener in die Kriegerkaste aufsteigen. Die waren nicht ganz so verpönt wie bei anderen Clans, die Freigeborenen als Krieger. Ähm, und das passt eigentlich auch in die Doktrin, dass eigentlich die Verschwendung das Schlimmste ist, was man machen kann. Man kann sich das so erklären nach dem Exodus, die Ansiedlung in den Heimatwelten, in den Pentagonwelten war eine schwere Zeit, die, die, die Planeten, die da gefunden wurden, waren nicht sehr äh, ertragreich, man hatte wirklich eine, eine Zeit, wo man wirklich Verschwendung sich nicht leisten konnte einfach und äh, da ist diese Doktrin halt raus erwachsen und man sollte natürlich auch keine guten Piloten verschwenden, auch nur weil sie wahrgeborene sind. Ähm, dann kommt der nächste Punkt, Kriegergesellschaft bei den Clans. Das ist halt immer so ein Stereotyp, wo man sagt: Ja, Claner sind wie die Mongolen, das ist halt einfach alles Krieg und es geht den ganzen Tag nur um Krieg und sonst nichts. Da muss man natürlich sagen: Im Rahmen von dem, was wir von Battletech wissen, aus den, aus den Sourcebooks, ist das natürlich so gesehen ein bisschen falsch. Es ist eigentlich total falsch. Also, man kann zum Beispiel jetzt mal das Verhältnis der Kriegerkaste zur normalen Bevölkerung: Ha! 120 Millionen Wölfe eben zur Zeit, als die, ähm, die großen, der große Widerspruch auf Strana Mechti äh, passiert. Und 120.000 äh, Krieger sind in der Kriegerkaste aktiv. Das sind 0,01 Prozent. Das sind die Hälfte, also halb so viele Krieger in der Kriegerkaste, als heutzutage Soldaten in der Bundeswehr sind im Verhältnis zur normalen deutschen Zivilbevölkerung. Das um, heißt extrem wenig. Hallo, hier ist der Ecke aus der Zukunft. Hier bat mich Meldrick um eine Ergänzung. Es sind nicht 0,01, sondern 0,1 Prozent der Bevölkerung. Das war's. Spiel, Spaß, mal weiterhören. Also, also die, die, die Zahlen kenne ich jetzt nicht, aber tatsächlich, ich lese momentan äh, das Sourcebook Tama Rising, das ich übrigens nur wärmstens empfehlen kann. Es ist extrem gut gemacht. Und das äh, behandelt auch ein paar äh, Clan- beziehungsweise ex clan fraktionen die sich in der Jadefalken-Besatzungszone breit machen und die halt auch auf dieses doch diffizile Clansystem die Durchlässigkeit angeht, äh, dass es da halt auch, äh, Händlerkasten gibt und dass es äh, so eine offene Kaste gibt oder so, wie die heißt. Ne? Also, das finde ich auch viel interessanter und ich finde es eigentlich sträflich, dass die Battletech Autoren über Jahrzehnte diese Aspekte eher vernachlässigt haben und äh, wenn dann nur so ein bisschen angerissen. Ne? Und das finde ich eigentlich schade, weil ich fand die Clans. Von dem, was in den Büchern beschrieben wird, eher langweilig, weil es immer dasselbe ist: ne? Trial of Possession, Trial of Refusal hier, äh, dann wieder äh, Trial of Position, äh, dann wieder Ausbildung, dann wieder bieten, wieder kämpfen. Und es ist so eindimensional, also das zu lesen für mich. Ne? Mein, die Blood of Kerensky, die hatte das als ein Element von vielen, und da hat es auf jeden Fall super gepasst. Aber die reinen Planbücher. Oder die reinen Clanserien fand ich persönlich immer langweilig zu lesen, weil da fehlte dieser zivile Aspekt. Da auch diese Geheimdienste, diese Tragödien, die ganz normalen menschlichen Tragödien. Und ich finde, das kam jetzt in dem Sourcebook für mich auf Seiten der Clans das erste Mal vernünftig raus. Es war das erste Mal für mich interessant zu lesen. Und ähm, ja, also von daher, ich hoffe mal, dass die Autoren das auch mehr mit reinnehmen, damit die Clans auch einfach menschlicher und greifbarer werden und eben nicht nur es um die waagebohrenden Kriege geht und um deren Karriere. Ja, Aber wie also du sagst, es, ist ja nur ein kleiner es, Teil, ne? Es macht doch die Clans näher an die innere Sphäre eigentlich, weil die Clans sind dann in der Hinsicht ja quasi na eigentlich äh, macht sich sogar Menschlicher. Menschlicher. Weil bei den Clans gibt es ja zumindest, es ist zwar quasi eine Militärdiktatur, ja. Aber sie haben zumindest eine Enklave, wo Sachen besprochen werden und so weiter und wo nicht einer alles vom Zaun brechen kann, auch wenn der Khan zum Beispiel in gewissen Clans natürlich viel, viel Macht hat, ja. Ja, ja also nicht, nicht nur, diese eine Händlerin, die Chefin der Händlerkaste der Jadefalken, die hat dann zu einem Nachfolgekhan gesagt, fuck you. Wir werden uns nicht mehr von, von Militärs äh, diktieren lassen. Ihr könnt euch gerne anschließen und unser militärischer Arm werden, aber wir werden das Ganze anders regeln. Ne? Also genau, auch die das gibt es ja. äh, Was ja sogar, ich sage jetzt mal, ich provoziere jetzt mal absichtlich, besser ist als in der inneren Sphäre teilweise. Weil in der inneren Sphäre gibt es ja in den meisten Häusern einen Diktator, egal wie der jetzt da gekommen ist, ja. Und ja, ich zähle auch die Liga freier Welten dazu, weil. Ja. Selbstmord und Intrigen an die Macht kommen in einer Wahl ist trotzdem Diktatur. Ja, höchstdemokratisch, höchstdemokratisch. Ja, ähm, und äh, ja, also damit macht das, das Ganze eigentlich systematischer als, als die Diktaturen in der inneren Sphäre, ne? Ja. Ähm, ich greife da mal an der Stelle wieder auf. Ähm, die Kriegerkaste ist äh, natürlich, wie gesagt, ein sehr kleiner Teil dieser Bevölkerung und das äh, die Entwicklung, die dann später kommt, wo die äh, Bevölkerung selber sich quasi da irgendwie äh, anders zu der zu den, zu den äh, Militärs stellt und so weiter, das finde ich schon wieder so ein bisschen den absteigenden Ast. Ich, also die ideale Kleingesellschaft funktioniert so nicht. Aber da passiert natürlich äh, nach der gescheiterten Invasion sozusagen, auch äh, bei den Büchern, die jetzt zuletzt rausgekommen sind, äh, wo es hier um Kerensky und die ähm, Flaggschiff geht und so. Ich will jetzt nicht so viel verraten, aber das sind schon Sachen, wo ich persönlich so ein bisschen... Ähm, naja, was ich mir nicht mehr so gut gefällt, weil man halt auch wirklich so den Zerfall dieser Idee irgendwie sieht, ne? Also diese ganze Clan-Gesellschaft, die Idee, die dahinter steht, die erodiert so ein bisschen auch nachher bei den Wars of Reaving und so weiter. Das sind Entwicklungen, die mir persönlich nicht so gefallen. Ich gehe jetzt mal von der Zeit vor der Invasion aus und da kann man sagen, ähm, dass die Clans, äh, so wie Olli dort ja auch eben schon gesagt hat, dadurch, dass es eine sehr extrem ritualisierte Kriegsführung gab, die, äh, auf Geboten oder ne, auf dem Bieten Batschall basiert und Zivilopfer oder, oder Kollateralschäden gab es eigentlich keine, weil nur Krieger haben gekämpft. Das sind 0,01 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, mehr als 99,9 Prozent der Bevölkerung hat mit Krieg nie irgendwas am Hut gehabt. Ich meine, man kann natürlich die dunkle Kaste noch irgendwie Ah, dunkle paar... Kaste war es, genau, nicht offene ja, Kaste, die dunkle Kaste, genau. Ja, da wird es noch ein paar ähm, Banditenkämpfe und so weiter, wird natürlich hier und da mal gekämpft, aber das ist verschwindend gering. Also ich meine, man kann sich schon ja vorstellen, wie viele Soldaten kennt man, die jetzt momentan aktiv in der Bundeswehr sind? Ein Claner kennt wahrscheinlich ungefähr halb so viele, wenn überhaupt. Weil die Krieger sind ja sehr elitär und halten sich auch äh, fern, sage ich mal, von der normalen Bevölkerung, weil sie halten sich aber für was Besseres. Deswegen hat ein normaler Clan-Bürger äh, mit einem Krieger wahrscheinlich die meiste Zeit in seinem Leben gar nichts zu tun. Die, die Kasten, die nicht Kriegerkasten sind, sind selbstverwaltet. Die haben eigene Konklaven. Die haben auch eigene Führungsriegen und die haben eigentlich keine direkte Militärdiktatur in dem Sinne, wie man sich das jetzt vorstellt, weil die Kriegerkaste ist natürlich der, der Kopf, das sagt ja auch äh, Nikolas Kerensky bei der Gründung und als oben drüber, als fünftes der Krieger, der alle beschützt und so weiter. Aber ich, man kann sich das eher so vorstellen, wie das jetzt momentan in Amerika ist. Ähm, man hat halt einen relativ kleinen Anteil der Bevölkerung, der in der Armee ist, aber die haben ein hohes Ansehen da. Weil man sagt ja auch ganz, oder man hört das ja auch ganz oft bei denen, thank you for your service, ne? Da sagt man ja, danke, dass du für uns den Arsch hinhältst und uns hier irgendwie mit den Waffen, die wir dir geben, quasi verteidigst und uns beschützt und so. Also die haben einen hohen Stellenwert, weil sie halt eben wirklich kämpfen, damit der Rest nicht kämpfen muss. Also man, man kann sich das so vorstellen, dass diese 120 Millionen Menschen eigentlich in Frieden gelebt haben für die 250 Jahre der Zeit, die in den Heimatwelten verbracht worden ist. Und das ist ein de facto Frieden weil nur 0,01% der Bevölkerung mit Krieg überhaupt was zu tun hat oder haben durfte. Ja, aber warum ja. sind die Krieger denn in die, in die Sphäre gekommen? Ich meine, erstmal muss ihnen ja klar sein, damit treten sie wenn wir einen großen Krieg äh, vom Zaun und bringen ja. auch mehr Krieg und die äh, es ist ja nicht gesichert, dass sie es, dass sie schaffen und vor allem äh, natürlich ist auch wenn sie die Sphäre und ihre Gesellschaft als schlecht ansehen, besteht die Gefahr natürlich eine Infektion, was ja auch äh, logisch und folgerichtig passiert ist. Ja. Die die mongol doktrin der Jade-Falken ist ja auch gewissermaßen durch den Kontakt mit der inneren Sphäre im, im Dark Age passiert. Ja, also? das könnte natürlich ja, irgendwie das, passieren. Ja, aber das kannst du auch schon vorher äh, äh, vergleichen. Also ich, ich vergleiche das jetzt mal, äh, um, um das anzu, äh, aus, aufzugreifen. Also vorher haben die Kleine halt in ihrer isolierten Petrischale halt gelebt und das hat funktioniert. Ne? Weil alle haben die äh, nach denselben Spielregeln gekämpft, gelebt, wie man auch immer das, das nennen mag. Und das war okay. Ähm, ich sag mal so wirklich, der, der, ich sag mal so, der, der Schlüsselpunkt äh, war wirklich, äh, oder der Schlüsselzeitpunkt war, als sie äh, sich dazu entschlossen haben, halt diese, ja, diese Petrischale zu verlassen. Und äh, ja, Mongol Doctrine von den Jadefalken ist eine Sache, das ist, äh, was die Wölfe, äh Quatsch, nicht die Wölfe, die Geisterbären gemacht haben, äh, ist nochmal was ganz anderes. Ja. Dass die Aber halt eine, eine andere Art der, 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 der Symbiose mit der inneren Sphäre eingegangen sind. Ja. Aber es fängt ja sogar auch sehr frü viel früher an. Ich meine, was die, was die Smoke oder Nebelpader über Ido gemacht haben mit dem Bomber normalweise einfach mit dem Widerstand haus Kuritas und der Zivilbevölkerung nicht zurückgekommen sind, das, das hätten sich alle an einem Finger abzählen können, weil die Geschichte haben sie ja auch gelernt, die Erdgeschichte und die Geschichte der, der äh, nicht der Nachfolgekriege, da waren sie nicht da, aber davor sozusagen. Ja. Also von daher, Boah. das hätten sich schon auch vorstellen können, dass das genauso läuft. Ja, also man okay. muss natürlich auch sagen, dass äh, auch klarer Menschen sind. Äh, und auch die ja. haben ähm, natürlich auch die, äh, die Gefühle der Wut. Ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, warum die Invasion, war die Frage. Also, ich habe hab jetzt ja gesagt, 250 Jahre relativer Frieden. Man hat aber trotzdem dadurch, dass man immer wieder Konflikte hat, in diesem begrenzten, ritualisierten Rahmen, hat man halt Konflikte im Sinne von. Ähm, der Krieg ist halt der größte Innovationstreiber. Das kennt man ja aus unserer Geschichte. Man, man erfindet Waffen, ja, man erfindet Gegenmittel auch. dazu und so weiter und so fort. Das heißt, diese Dynamik ist bei den Clans immer noch da. Die haben immer noch gegeneinander gekämpft. Man hat viele Sachen äh, erfunden. Und dadurch, dass die Clans halt eben so ein, also auch durch die Omnitechnologie, die ja äh, quasi da mitgewachsen ist, die Sachen sind austauschbar geworden. Man hat keine Sachen mehr zerstört im Sinne von also man hat die Verschwendung verpönt. Das heißt, man hat sehr viele Ressourcen gespart. Die Sachen waren untereinander kompatibel. Durch die Besitztests konnten andere Clans auch die neuen Technologien quasi für sich gewinnen, indem sie halt zum Beispiel Besitztests um Elementare gemacht haben, die ja bei Clan Wolf zuerst aufgetaucht sind. Später haben andere Clans gesagt: Oh, die will ich auch. Die sind gut. Die haben irgendeinen besonderen Zweck, den wir für die wir die brauchen. Konnten die aber nicht einfach kopieren. Also haben sie darum gekämpft. Das System der äh, Trial of Possession, äh, Possession also Besitztests. Erlaubt ja, dass man quasi dem anderen mit so einem Test die Technologie quasi abnimmt und selber auch besitzt oder einsetzt. Dadurch sind die Sachen vermischt worden und dadurch ist auch dieser Fortschritt gelaufen. Und die Invasion ist ja schon in der Gründung der Clans quasi mit in die Gründung mit reingeschrieben worden, weil Kerensky ja gesagt hat, wir müssen zurückkehren und Terror befreien, weil die sind ja alle böse und die House Lords kämpfen ja mit dreckigen, mit dreckigen Mitteln und das ist alles nicht schön und alles total doof und unsere neue Gesellschaft ist viel besser. Und als Kreuzritter kann man diese Argumentation ja auch nachvollziehen. Das ist wie so ein, so ein Samenkorn von, einer, wie so eine Religion, die gewachsen ist. Das Ziel Am Planerwesen soll die innere Sphäre genesen. Genau so, ja. Also die Leute, also die Planer sind ja, sind ja, sorry, die, die werden ja indoktriniert. Die wachsen ja auf, also Krieger zumindest, ähm, in dem Bewusstsein, besser zu sein, also quasi äh, gezüchtet worden zu sein für den Krieg und die besseren Krieger zu sein und die werden natürlich auch insofern indoktriniert, als dass sie der Meinung sind, dass ihr System das Bessere ist. Und aus diesen Gründen, jetzt gerade aufgeführten Fakten oder ne, die, die Punkte, die man aus den Sourcebooks herausnehmen kann, äh, kann man auch sinnvoll argumentieren, dass das System besser ist, weil wenn man es vergleicht mit der Inneren Sphäre, wie eben schon gesagt wurde, dass, da passieren die Sachen auch. Natürlich auch Gräueltaten, auch Herrscherwechsel, auch äh, Attentate, dieser ganze Kram, aber viel unehrlicher. Es passiert alles mit diesem, äh, dieses ähm, ne, geheime Hinterrücks und Gemeine und bei den Clans ist es halt gerade raus. Du gehst hin, Herausforderung, verlierst, da hast du Pech gehabt, gewinnst, du bist du der Bessere. Might is right gilt da mehr oder weniger in allen, in allen Systemen, in allen Kasten und damit ist das auch komplett offen. Wenn jemand irgendwie irgendwo hinkommt und sagt, ich will jetzt das und das machen, da sagt der andere, nö, will ich nicht. A Widerspruchstest, zack, gewinnt der, hat halt gewonnen, dann hat er recht. Ja, das, das stimmt schon, aber das bedeutet nicht, dass die Entscheidung dann die klügere ist, die er dann da trifft. Nein, ne? nein, und das, das ist, ist finde ich, das ist der große Fehler im klaren System und das hat ja dann halt auch die Mongol-Doktrin äh, äh, dann erst dann möglich gemacht, weil "might is right" und äh, die gute jadefalken kanin hat sich damit dann halt äh, durchgesetzt und äh, nicht nur einen Teil der Innersphäre, sondern auch ihren eigenen Clan sozusagen äh, damit in den Abgrund dann geführt. Ne? Ja, aber man kann aber auch, äh, ich sag mal, einzelne Clans bzw. einzelne Persönlichkeiten rausnehmen und die für, den, für die ganz, für das ganze Clanwesen dann quasi als Beispiel hinstellen, ist ja auch nicht so. Äh, nein, nein, aber es also, eröffnet diese Möglichkeit, indem man sagt, ja. wenn ich, wenn ich mächtiger und stärker bin, ne, dann kann ich alles machen und alle ziehen mit. Du kannst zwar wieder widersprechen, aber wenn sie halt nun mal mächtiger ist, Punkt, dann musst du dich un unterordnen oder töten lassen. Ja. Es gibt wenig Möglichkeiten, weil das Gesellschaftssystem genau darauf ausgerichtet ist. Und ja, aber finde, da das ist, ist halt dann gleich wie äh, in der Inlandsphäre raucht. Du hast einen Herrscher, der macht Sachen, ob die schlau sind oder nicht, er macht sie halt. Weil er der ja, aber da der der, der gab es schon dann auch mehrere Völker, die dagegen aufgestanden sind und die gestürzt haben. Was ja. bei den Clanern so nicht passiert, weil wenn die Person im Einzelkampf einfach stärker ist, dann bleibt die Situation einfach so. Ne? Nee, das ich muss ja nicht ich sein. Auf, auf relativ späten Sachen auf. Also ich glaube ja, dass das, dass der Anfang eine, eine Schwierigkeit darstellt für die Clans. Und dass dann, dass dann quasi diese ganzen Umstände halt äh, führen, dann oft zu, zu blöden Ergebnissen. Ja. Aber ja. prinzipiell glaube ich ja, dass, äh, wie Meldrick sagt, die ganze Klaner-Doktrin und so weiter, dass das durchaus äh, sein, seine Berechtigung hat, quasi ja, in, dem, in dem Szenario. Ja. Ähm, und dass die genau das geglaubt haben. Also, man kann, man kann da ein, fast eine bisschen eine Parallele ziehen, und ich weiß jetzt nicht, ob die Battletech-Romanautoren das gemacht haben oder nicht, äh, ich sage mal zum, zum Vietnamkrieg, ja, wo ja die Amerikaner gedacht haben, das ist eine Dikta eine kommunistische Diktatur dort, wir kommen dort an, äh, wir geben denen Hollywood-Filme, Burger und Bombes und das ganze Volk wird auf unserer Seite stehen, und wir brauchen nur ein bisschen Militär überwältigen und in drei Tagen ist das vorbei, ja. Ähm, und ich glaube schon, dass wenn man, so wie Meldrick sagt, komplett indoktriniert ist und von seiner Sache überzeugt ist, ja, ähm, dass die schon gedacht haben, die kommen da an in der inneren Sphäre, ja. Äh, und sie hatten ja zum Schluss kaum mehr Kontakt zu den Wolf Dragonern, ja. Also die, die Intel war ja nicht sehr solide, sag ich mal, die, 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 die bekommen haben von denen, ja. Ähm, weil die, die Dragoner ja ihr eigenes Ding schon abgespult haben, ja, ähm, also du sagst, die Kleiner waren naiv. Genau und die die sind einfach geko die, die, die die sind da reingefahren haben gedacht wir befreien ja jetzt eigentlich das Volk weil wie Meldrick sagt die wenigsten von uns sind Krieger wir fallen da ein und am, am Anfang sind sie ja nach der Standard, Standard vorgegangen auch ja und bei den Kuritas hat das ja teilweise auch funktioniert weil die Kuritas sich ja auch an diese Samurai Regeln gehalten haben das heißt die Klaner haben tatsächlich gedacht okay 1 zu 1 Kampf und so weiter das funktioniert bei denen ne ähm. Wir fahren da jetzt an drüber, weil technologisch und kampftechnisch sind wir überlegen. Ja? Ähm, wir fahren da jetzt dann rein, das Militär putzen mal weg und die Zivilbevölkerung wird sowieso auf unserer Seite stehen, weil denen geht es ja gut bei uns. Ja? Genau, mhm. und da kann man auch ähm, nochmal, kann ich das nochmal einhaken. Ähm, bei den Clans ist es ja, zwei Sachen wollte ich sagen, noch dazu. Zum einen, äh, Might is right und äh, dieser Kampf im Sinne von, wir ja, machen jetzt ein Trial of Refusal, Trial of Was auch immer, Grievance. Ist auch in der Zivilbevölkerung bei den Clans völlig legitim. Auch in allen Bevölkerungsschichten wird dieses, diese Doktrin gelebt, nicht nur bei den Kriegern, aber nicht als Kampf, sondern ähm, zum Beispiel, wenn zwei Schüler in der Schule sich über einen Punkt streiten. Der eine sagte das ist so, der andere sagte das ist anders. Und dann fordert der eine den anderen raus und einer fordert oder einer bestimmt die Waffe und der andere den Ort und den Zeitpunkt. Wenn der eine sagt, der jetzt gefordert hat, wir spielen Schach oder wir laufen 100 Meter Lauf oder wir spielen Halma oder was auch immer, dann ist das der Kampf und das steht auch genauso in dem Sourcebook drin. In der Zivilbevölkerung können alle möglichen Arten, wie man gegeneinander antreten kann, äh, so einen Test entscheiden. Das kann, äh, das kann sein. Wer kann denn mehr Liegestützen von zwei? Ja, aber ich kann jetzt nicht zum Beispiel in der Arbeiterkasse sagen, dass ich mit meinem Kahn und nicht eins bin, dass ich, dass ich gut finde, was er macht, ne, und sage hier. Äh Ändere das, sonst äh, machen wir einen Aufstand und du bist weg vom Fenster. Nee, das, das ist das, nee, das können die nicht, klar. Aber das ist der zweite Punkt, wo ich drauf raus wollte. Die clan ist wie so ein modulares System. Du hast die Zivilbevölkerung in ihren Kasten und ihren die. Da gab es natürlich auch Unterschiede von Clan zu Clan. Äh, die, da gibt es äh, die Kindras und die, die ähm, Hells Horses haben Besonderheiten und jeder hat so seine eigenen Sachen, aber im Prinzip haben die alle diese Einteilung in die Kasten. Du hast die Händlerkaste, du hast die Wissenschaftler, du hast die Krieger. Und ähm, ich sag mal, die Krieger haben untereinander gekämpft, um irgendwie, irgendwelche Systeme zu besitzen, um irgendwelche Fahnen irgendwo auf dem System hochzuziehen. Äh, der Zivilbevölkerung wird in den 99,9% der Fälle völlig egal gewesen sein, welche Fahne auf ihrem Planeten weht. Die Krieger haben irgendwie gekämpft. Ein Seite hat gewonnen, dann sind da vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Millionen Menschen auf diesem System. Und die Zivilbevölkerung, für die hat sich überhaupt nichts geändert. Weil es war der eine Clan oder der andere Clan. Aber sie waren ja trotzdem beides Clans. Und sie waren immer noch in derselben Clangesellschaft. Das sieht man auch in, diesem, in dieser Tradition, Leibeigene zu nehmen von einem Gegner, den man als würdig erachtet. Wenn man gegen einen anderen Clan erkämpft und der schlägt sich gut und man gewinnt aber trotzdem. Dann kann man sagen, du bist ein super guter Kämpfer, ich will, dass du weiterlebst und weiter kämpfst in meinem Clan als Leibeigner. Und da kann er natürlich ablehnen oder, äh, oder annehmen. Aber wenn er annimmt und das übernimmt, dann wird er nachher zu einem vollwertigen Mitglied des neuen Clans. Bleibt aber trotzdem, wir haben zum Beispiel bei uns und bei den Wölfen haben wir eine sternnatter der wird immer eine Sternennatter sein. Aber der ist ein adoptierter Wolf auch. Und der bleibt, du, du wechselst, es ist halt keine neue, komplette Welt, sondern du wechselst innerhalb von einem Modul ins andere Modul. Und ja, aber deswegen, du, du hast ja selber gesagt, dass die Clans sich auch unterschiedlich verhalten. Wenn ich vorher zum Beispiel ein relativ glücklicher Wolf-Zivilist war und auf einmal äh, werde ich Mitglied bei Smokejagger und die behandeln ihre Zivilbevölkerung doch ein bisschen anders, ja. dann bin ich halt gefickt. Dann kann nicht, ich auch nicht quasi, viel machen. Ne? Ja, da kannst du nicht viel machen. Das wäre aber zum Beispiel auch eine sehr interessante, tolle neue Geschichte, die aber bisher niemand erzählt hat. Weißt du, das, diese, diese, diese 120 Millionen äh, zivilen Bevölkerung, das wird so wie du gesagt hast, ne, man hört die Geschichte immer nur von den Kriegern und von den, von den oberen Schichten. Nochmal kurz zu dem, zu dem Argument, was du eben gebracht hast. Äh, der Khan kann Entscheidungen treffen, aber der Khan ist auch anfechtbar. Der Khan hat noch einen Sarkhan, der was sagen könnte, und seine Galaxy Commander haben ein sehr hohes Mitspracherecht bei den Entscheidungen. Das letzte Wort hat natürlich der Khan, aber man kann sich nicht so vorstellen, also in den Romanen kann man sich das halt auch mal so ein bisschen reinlesen. Die Galaxy Commander sind ja sozusagen die oberste äh, Schicht der Generäle, sage ich mal, um den Kahn rum. Und das ist, das, das ist auch in gewisser Weise irgendwo Teamarbeit. Natürlich nicht vielleicht bei Melvina Hesen vielleicht nicht. Da, die, die ist vielleicht anders gestrickt. Aber bei den Wölfen ist es halt wirklich. Äh, anders gestrickt, schön formuliert. Die Frau ist komplett gaga. Ja, die ist halt komplett anders, anders drauf, ja. Aber ich meine, bei den Wölfen ist es halt auch generell ein bisschen anders. Man sieht das ja auch in der Besatzungszone. Die haben wirklich mit der Zivilbevölkerung sich relativ gut arrangiert und haben auch mit Comstar diesen Deal gehabt und haben dann auch auf ihren Welten relativ wenig Probleme mit der Zivilbevölkerung gehabt, einfach weil sie sie gut behandelt haben. Da sind natürlich die Nebelpaare da anders drauf und da gibt auch eine andere Dynamik, logischerweise. Da ist, da ist auch sehr viel Spannung ähm, unter, den, also unter den verschiedenen Clans, aber vom Prinzip her sind es halt alles Clans, die auf, bestimmten, auf einer bestimmten Doktrin aufbauen und wo gewisse Dinge einfach austauschbar sind. Das ist auch das, was ich, was in den Büchern tatsächlich ein bisschen verloren geht, weil in der, in der Warrior-Trilogie, also vor der Clan-Invasion, kommt es noch ein bisschen raus, so mit den ganzen Geschichten rund um Heimdall und so weiter, dass äh, eben, wie die Zivilbevölkerung reagiert auf gewisse Dinge, äh, wie sie reagiert eben auf das Bündnis zwischen Davion und Steiner und, und all diese Dinge, ja. Und es kommt auch teilweise raus ein bisschen in, äh, Uh, Air to the Dragon, ne? also uh, im Korita-Raum. Aber irgendwie in den späteren Büchern geht das auch, dort geht es ja auch in der inneren Sphäre komplett verloren. Ja? Finde um, ich auch. Das ist mir übrigens auch in den letzten Büchern aufgefallen. Also in den ganz letzten <laughs> ist es wieder ein bisschen besser <laughs> geworden. Aber tatsächlich auch die inneren Sphäre-Bücher konzentrieren sich fast nur noch auf den Mechkrieger oder die Panzerbesatzung. Das bringen sie jetzt auch schon mal rein. Aber aufs Militär. Und vergessen dabei, dass Battletech so viel mehr ist als nur große, zwölf Meter große Kampfmaschinen und deren Piloten. Und ich, kann, ich, ich, ich weiß es nicht mehr auswendig. Äh, irgendwie so als side so eine halbe Seite in irgendeinem Clan-Buch ist drinnen äh, so, so ein Abriss. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Clan es war, dass die Wissenschaftskaste quasi irgendeine Entscheidung beim Khan erzwingt, weil sie sonst irgendwie in der Technologie fallen lassen oder so irgendwas. Ja? Und da habe ich mir echt gedacht, man erzählt mir mehr, aber das ist nur, nur so eine side Note, ja? Und das fand ich echt schade. Einerseits finde ich das auch schade, andererseits finde ich das aber auch genau dieses Elvorado, wo du alles irgendwie, nicht, also alles nicht, aber da sind so viele lose Fäden, die man, die man weiterspinnen kann. Also da sind so viele Kleinigkeiten, die man aufgreifen kann, wenn man sich mit den Sourcebooks auseinandersetzt und sich halt diese genau diese äh, Seiten diese notes da jetzt mal anguckt. Und die an der Aber Stelle auch. Ich will auch das nicht nur in Sourcebooks haben, ich will das auch in den Geschichten selber Ja, hätte ich sehr gerne, auf jeden Fall. Aber es gibt halt sehr viel, was. Also es geht an den meisten Leuten vorbei, sage ich mal. Ne? Also die meisten mhm. Leute lesen die Romane und kennen das, was da steht. Und dann kommen auch diese Stereotypen-Bilder zustande, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Aber es gibt natürlich auch ganz viele kleine äh, äh, Traditionen bei den einzelnen Einheiten. Es gibt zum Beispiel... Wir sind ja Gamma-Galaxie von Clan Wolf, weil wir haben früher ja zusammen mit Alpha äh, den Tuman für MWO gestellt und mussten uns dann quasi eine Galaxie aussuchen. Haben wir Gamma genommen, geht, geht auch für German, also deutscher Clan Wolf, wie auch immer. Deswegen hat das gepasst. Da haben wir uns dann eine Einheit rausgesucht und die hat im Wolf Sourcebook so eine Tradition. Äh, jeder Wolfskrieger, der äh, seine Prüfung macht, also seinen Trial of Position macht, muss sich eine Erinnerungseinheit aussuchen. Das ist eine Einheit, die... Aus der Vergangenheit kommt, aus der Geschichte, in irgendeiner Form, äh, aus dem antiken Terror oder aus dem Sternenbundzeit oder aus egal woher, sag ich mal. Und ähm, die aus irgendeinem Grund ehrenvoll sich irgendwo verhalten hat. Und dann muss dieser Krieger die Geschichte dieser Einheit studieren und muss erklären können, warum haben die denn verdient, dass man sich an die erinnert. Was haben die denn gemacht, was besonders hm. gut war? Und ähm, die Clan Wolf, Gamma-Galaxie-Krieger tragen die Insignien dieser Erinnerungseinheit auf ihren Max. Und jeder Krieger der Gamma-Galaxie muss seine eigene kennen, seine eigene Erinnerungseinheit und auch die seiner Vorgesetzten, seiner direkten Vorgesetzten. Muss er halt wissen, welche Einheit gehört dazu und warum und die ganze Geschichte. Viele von unseren Leuten im Clan haben ihre Einheit gewählt, diese, wo sie bei der Bundeswehr waren. Ne? Keine Ahnung. Oder äh, wir haben Prätorianer, keine Ahnung. Die einzige Regel ist, dass wir keine SS-Einheiten oder so. Ne? Zweiter Weltkrieg fällt da komplett raus. Das, ne? Aber Einheit, weil die haben ja alle das nicht verdient, sag ich mal. Und aus geschichtlichen Gründen. Aber bei uns ist das halt so, dass man sich diese Einheit aussucht und jemand, der diese Geschichte nicht kennt oder der diese auch Sourcebook und die Gamma-Galaxie, die wissen gar nicht, was das ist. Die Alpha-Galaxie hat auch so eine Tradition, dass sie im. Die dürfen ja nur ein echtes Wolfsfeld tragen, zum Beispiel bei ihrer Paradeuniform, wenn sie bei einem bestimmten Ritual an der Wintersonnenwende geschafft haben, irgendwie drei Tage in der Wildnis zu überleben, ohne Waffen und ohne Kleidung, also mit Minimalkleidung. Das sind alles Dinge, die in den Romanen nirgendwo vorkommen. Und da waren jetzt nur Sachen von den Wölfen. Sind, äh, bei, bei anderen Clans gibt es ja noch nicht mal die Sourcebooks. Da ist alles offen. Und da könnte man, wenn man, wenn man sich äh, Geschichten ausdenkt oder auch wenn man sich Rollenspielszenarien ausdenkt, wenn man ein bisschen da reinsteckt, kann man so viel da rein tun. Ich meine, das ist eine Gesellschaft, die halt anders aufgebaut ist. Klar, Kasten und Krier und ne, alles, wie, wie man es so kennt. Aber da ist so viel Raum für mehr dass ich halt diese, diese Grundlage oder die, diese, was viele Leute halt so sagen, ja, die Clans eindimensional, sind alles nur Krieger, nur Trial of Position, so ähnlich wie du da eben gesagt hast, ähm, den Eindruck kann man gewinnen, wenn man die Romane liest, aber es gibt halt wirklich sehr viel mehr dahinter. Und das ist halt das, was ich dann immer denke, wenn wenn man so darüber redet und sagt, ja, Geburtsverfahren ist doch eigentlich doof, weil oder... Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum die Kontraktionen nicht gut finden. Hattest du mehrmals gesagt, Olli? Da habe ich auch noch ein paar Sätze. Ja, vor allem der Witz Sache: Sie haben ja selber jede Menge Abkürzungen. Ne? Post zum Beispiel oder F. Ne? Ja, das, das, ist auch ist aber, eine Abkürzung. das ist aber gar kein Widerspruch. Kann ich nachher noch. Äh, warum Affirmative nee. oder Positive? Ja, das, ist, das ist kein Widerspruch. Komme ich gleich drauf. Ähm, habe ich hier auch noch ein Kapitel irgendwo. <laughs> ähm, so, ähm, ich nochmal, damit wir irgendwie den Bogen mal kriegen. Ähm, die Sache mit dem, warum Kreuzritter? Das war ja die Ausgangsfrage, die mir gestellt wurde. Ähm, wenn ich diese ganzen Argumente, die ich jetzt quasi aufge, also die wir jetzt diskutiert haben, äh, mal so Prüfel passieren lasse und mir dann angucke, wozu führt denn die Tatsache, dass die Wölfe oder die Clans Terra nicht erreicht haben? Das heißt, kein Ill-Clan, die, die sind aufgehalten worden bei Tokajit, Waffenstillstand und so weiter. Was kommt da als Konsequenz? Bürgerkrieg, Dschihad. Dark Age, also ganz schlimme Zeiten eigentlich. Und jetzt ist halt die Argumentation, hätte, also das ist natürlich keine direkte Konsequenz, aber das ist das, was nachher passiert. Nach dem großen Widerspruchskrieg kommt ja Victor Steiner Davion zurück in die innere Sphäre und findet da wirklich nicht so das Paradies vor, sondern da geht es halt schon wieder hoch her. Und ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, dass äh, die Autoren von Battletech die Clans dann auch ein bisschen äh, rausgeschrieben haben, irgendwann, <laughs> weil... Wenn man sich so den Anfang von der Invasion anguckt, so wie, der, wie das alles gelaufen ist, hätten sie eigentlich durchrauschen müssen, ne, so wie sie beschrieben worden sind. Haben sie aber nicht geschafft, weil ja die innere Sphäre als die Helden sozusagen gewinnen muss, mehr oder weniger. Das hat sich nachher so ein bisschen gewandelt, ähnlich wie du das auch gesagt hast, Olli. Am Anfang war Draconis Kombinat so ein bisschen der Teufel und später haben sie mehr Substanz gekriegt und dann hat sich das auch ein bisschen gedreht. Dann gab es auch Draconis Helden und genauso ist es bei den Clans auch gewesen. Und ich bin mit der späteren Entwicklung so ein bisschen unzufrieden, aber ich bin der Meinung, dass, wenn die Clans durchgekommen wären bis nach Terra, die Wölfe wären Ill-Clan geworden, dann hätten wir vieles, hätten die Wölfe mit dem neuen System möglicherweise viele von den Sachen, die danach gekommen sind, vielleicht verhindert, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, vom System her vielleicht. Ähm, natürlich hätten die Autoren weiter Kriege vom Zaun gebrochen, das ist das, was man erzählen will, ist ja klar. Ne? Also, aber wir diskutieren ja theoretisch. No. Ja, aber was, weiß, man, was man ich, schon ich, sagen ich muss, ist, ich glaube schon, dass die die Clans das auch geschafft hätten, äh, wenn es jetzt nur die, die Häuser der inneren Sphäre gegeben hätte. Ich glaube, dass die einfach absolut nicht mit Comstar gerechnet haben. Ja, und halt auch mit ihrem internen Widerstand, ne? Also dass der Herr Kerensky selber, der, der Ulrich da, ähm, hat ja auch ganz tief seine Finger im Spiel gehabt. Übrigens, das, das ist tatsächlich auch ein Ergebnis ähm, des, des Settings, ne? Also, ich weiß nicht, wer es mir neulich erzählt hat, ähm, äh, von meinem Battletech-Kollegen, einer von euch oder einer hier aus von den Nürnberger. Ähm, die äh, Führung von Faser war zu dem Zeitpunkt an der Entwicklung der Clans im frühen Stadium gar nicht so direkt beteiligt. Sie haben so eine so eine Außenlinie, sagt man, also eine Outline gegeben und dann hat äh, ein Entwicklerteam bei Faser damals die Clans entworfen und Tatsächlich schon auf den Weg gebracht, quasi auch mit den ersten Veröffentlichungen und mit den ganzen Mechs und den Specs und so weiter. Und die Führung von FASA hat praktisch zu spät mitbekommen, dass die Producer und Entwickler es ein bisschen übertrieben haben. So wurde es mir geschildert, zumindest. Dass die Clans technologisch zu überlegen waren und so weiter. Das heißt, die Clans waren nicht wohl ursprünglich nicht ganz so überlegen konzipiert oder angedacht wie sie es nachher gewesen sind. Und dann hat man gesagt, okay, wenn wir das jetzt so weitertreiben, dann spielen die die Innersphäre locker an die Wand, das, was äh, Medrick jetzt gesagt hat. Und dann haben sie nach Wegen gesucht, ähm, um sozusagen ihre selbst geschaffene äh, Bedrohung äh, selber wieder einzufangen und haben dann halt ihnen dann entsprechende Fußfesseln mit Ehrenlevel und heiß weiß der Fuchs was ne, und, und Duell dann erst in den Weg gelegt. Das heißt, die Clans wären eigentlich im Original, so wie ich es verstanden habe, weniger ehrenhaft, aber auch weniger technologisch überlegen gewesen. Aber schon mit diesem Kreuzritter Gedanken, die in Sphäre zurückzuerobern. Also im Prinzip hat sich da, hat man sich selber ein Beinchen gestellt, und dadurch ist das Szenario so gekommen, und wir haben ja alle gesagt, dass die Einführung der Clans das Balancing in Battletech auf jeden Fall komplett gekippt hat. Vorher war es ein sehr gut gebalanciertes Tabletop oder äh, Strategiespiel oder Taktikspiel und mit Einführung der Clans war das eigentlich alles für den Arsch. Und da haben sie wirklich schwer zu rudern gehabt, um das irgendwie wieder einzufangen. Lore-technisch, aber auch regeltechnisch. Ja, also klar, das Balancing-Thema ist natürlich ein Thema, was äh, ganz viel diskutiert wird und da will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, weil das kennen wir alle. Von allen Spielen, vom Tabletop, wir wissen alle, was das Problem da ist an der Stelle. Aber von dem, von dem Lore, sage ich mal, es ergibt. Sehr vieles Sinn, auch wenn es im Nachhinein quasi zurechtgeschrieben worden ist. Das, das ist. das merkt man. Ist auf jeden Fall gut äh, geschrieben, keine Frage. Ist eine der besten ja. Stories mhm. überhaupt. Ähm, die, die Sache, die den Clans ein bisschen das Genick gebrochen hat bei der Invasion, ist einfach auch der 15 Jahre Waffenstillstand, ähm, der ja im Prinzip halt auch eingefädelt worden ist, halt über Ulrich und so weiter mit den Wölfen. Ich sag mal, das ist natürlich so, so, so eine Sache, ähm, die. Wo, dann, ne, wo du sagst, dass der Ulrich da auch schon ein bisschen gedreht hat, da kommt die Politik wieder rein und so weiter. Wenn das alles jetzt Kreuzritter, oder wenn die Kreuzritter da stärker gewesen wären und wenn man das so weiter verfolgt hätte, wie das bei den ersten paar Romanen da angefangen wurde, also die, die absolute Überlegenheit, Waffen, man sieht ja wie die Max auf, uh, Out, wie heißt das, Outpost, ne? Ähm, wie heißt das? Naja, ich that weiß, that, that wo that sie gegen die Keller that, uns antreten am Anfang, ja. The Rock. Ähm, mhm. Das ist ja, da sind sie ja absolut überlegen. Also da sind ja auch so Sachen wie die hören zwar den Funk von den Klanern, mit verstehen aber kein Wort, obwohl kein Code ist. Das ist halt eine Kampfsprache und die können und die denken ja auch am Anfang, jetzt sind Außerirdische und ähm, das ist alles extrem, extrem, extrem besser als alles, was in der Erdenesphäre so los ist. Und von daher denkt man, die marschieren durch und dann fängt irgendwann die Politik an. Und äh, ich meine, das ist relativ gut gerettet, weil die Comstar-Sache ist ja eigentlich ein plausibler, äh, so eine plausible Geschichte. Aber zum Beispiel auch diese, diese Wahl des neuen Ilkans, dass die dann in die Heimatwelten zurückreisen, um da die große Konklave nochmals abzuhalten. Ähm, schon das ein bisschen hat, herbeigeschrieben, ja. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, passt zu dem Zitat von Natascha Kerensky, dass man sich halt nicht an den Traditionen festweisen sollte. Schon gar nicht dann, wenn sie einen im Kampf behindern. Und ähm, dieser 15 Jahre Waffenstillstand gibt ja der inneren Sphäre Zeit genug aufzuholen. Und damit ist ja nachher alles gleich. Und das ist ja auch im Prinzip das, was, sag ich mal, die Autoren im Endeffekt brauchen. Die brauchen ja ein Szenario, wo alle Fraktionen irgendwo nebeneinander stehen und der eine haut mal den und der andere mal den, und aber im Endeffekt bleiben sie alle auf dem gleichen Level. Weil genau. man will die Geschichte ja auch weiterzählen und man will ja vor allen Dingen auch spielen, wie auch immer. Man will und, auch äh, Spannung erzeugen und Spannung erzeugst du nicht, wenn, wenn eine Seite halb klar überlegen ist. War ja vorher ja. auch mit dem Federated Commonwealth oder dem Vereinigten Commonwealth nicht anders. Man musste es irgendwie regeln, dass Haus Corita irgendeine Chance hat gegen Steiner und Avian zusammen und da hat auch dann natürlich Comstar da Fäden gezogen. Äh, Theodoro Kurita, der geniale Schöpfer, äh, der oder Aufrüster der, 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 der DCMS mit den Geisterregimentern und was der Fuchs war. Ne? Also auch da musste natürlich wieder ein Gegengewicht winnen, weil wenn die Klaner jetzt nicht gekommen wären, früher oder später hätte das Vereinigte Commonwealth gewonnen, wenn sie nicht an internen Zwistigkeiten zugrunde gegangen wären. Mhm. Genau, das finde ich zum Beispiel bei den stackpole büchern extrem gut geschrieben, die ganze Politik, die im Hintergrund abgeht. Auch dass der mal irgendwie 30 Seiten beschreibt, wie ein Attentäter seinen Attentat vorbereitet und so. Ja, ist sowas. Ich gut. vermisse ja. das total. Ja, das, ich würde auch sehr gerne nochmal was von Stackpole lesen in der Hinsicht. Aber nochmal, warum, also das Thema ist ja eigentlich Clangesellschaft und wie, warum kann man sich mit Kreuzrittern oder dem Clan generell identifizieren? Und da, ich sag mal, die Zeit ähm, vor der Invasion und sage mal bis nach Tukayit und auch jetzt vielleicht im Nach noch teilweise die Clan-Gesellschaft hat halt sehr viele gute Argumente. Ich glaube, wir sind uns einig geworden, dass in den Romanen da sehr wenig von rüberkommt. Aber es sind halt auch sehr viele Dinge, die halt wirklich Sinn machen. Aber ob sie herbeigeschrieben sind oder von Anfang an mitkonzipiert, sei mal dahingestellt, teils, teils vielleicht. Aber so als Gesamtkonzept macht das schon alles sehr viel Sinn. Ja, ja, auf jeden Fall. Also gut geschrieben sind die Klans dramaturgisch auch. Ähm, man muss manchmal ein bisschen den, Holz, aber, äh, den, den Holzhammer oder äh, Methode nehmen, aber trotzdem insgesamt sehr, sehr gut. Also ich, ich, ich habe nichts gegen die Bücher, ich habe nichts gegen den Lore, ich habe auch gegen, nichts gegen die Einführung der Klana. Als eine der besten Sachen, die passieren konnte, um auch den, den Stillstand ein bisschen aufzuheben in der inneren Sphäre. Ne? Wie gesagt, irgendwann hätte David und Steiner gewonnen. Wahrscheinlich werden sie dann irgendwann wieder zerbröckelt, weil ich sich nicht gehalten hätte. Aber so als. als böse bedrohung oder als dunkle bedrohung äh, und dann in menschlichkeit einzuhauchen nach und nach geil und ich möchte noch mal auf dieses tama rising auch eingehen da gibt es nämlich auch zum beispiel zivilisten im Steiner Raum, ähm, in der Besatzungszone der Jadafalken, die nichts anders kennen, die sogar auch äh, sich verteidigen gegen Haussteiner-Einheiten oder halt welche vom Tamapakt, mhm. die versuchen, die Welten zu übernehmen, weil sie die Idee der Clans verinnerlicht haben und das trotz Malvina-Hazen. Ne, und einfach sagen, das ist eine gute Gesellschaft und wir wollen gar nicht in dieses feudale System zurück. Das ist ein großes Thema in diesem Quellenbuch und das finde ich super spannend, dass, wie du sagst, Meldrick, Zivilisten die Vorteile der Kleingesellschaft für sich erkannt haben, da Karriere gemacht haben, denen es gut geht, aus den Kriegen rausgehalten wurden und sagen, warum sollten wir in diesen ganzen Nachfolgekriegsscheiß wieder zurück? Ja, Das, das, das gibt es ja in allen Gesellschaften. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, als ich im Fernsehen den, den Mauerfall verfolgt habe ne? und, und dann Interviews ge, 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 geführt wurden, teilweise eben mit, gerade mit älteren äh, ostdeutschen äh, Mitmenschen, mit ja? die gesagt haben, wir wissen jetzt gar nicht, was wir tun sollen, weil der Honecker war der beste, den sie ja gegeben hat. Ne? Ja, die sich halt mit so einem System arrangieren mit ihrem Platz, denen auch mit gut gefahren sind, ne? Und ich verstehe auch jetzt, dass das Crusader-Denken ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen eine starke Kurve von der DDR, aber ähm, wenn, du, wenn du jetzt das quasi verinnerlichst und die guten Aspekte der Clans auffasst und da und, äh, vor allem eben den, den, den Schutz der Zivilbevölkerung und der ganzen Dinge aufnimmst in dich, dann ist es irgendwie klar, dass du Crusader sein willst. Weil man hat schon ein bisschen auch das Gefühl ja in den Büchern, dass... Die Bewahrer schon gewisse Aspekte der Clans quasi so ein bisschen infrage stellen, ne? Ja, das kann, man, das kann man natürlich auch trefflich drüber streiten. Die Bewahrer bewegen sich natürlich im Rahmen der Clan-Traditionen. Sie haben aber andere Ansichten. Ich vergleiche das immer gerne mit den Demokraten und Republikanern bei den Amerikanern. Das ist eigentlich fast ähnlich. Das ist, du hast diese zweigeteilte Sache. Die einen sehen denselben Sachverhalt aus einer anderen Perspektive und daraus erwächst halt eine andere eine andere Handlungsdoktrin, die dich zwingt, was anderes zu tun. Ich meine, im Endeffekt, auch die Bewahrer, auch Kerensky, Ulrich, will die innere Sphäre befreien, aber er will es so machen, wie er das in seiner Besatzungszone gemacht hat, nämlich indem er auf die Leute zugeht und denen halt die Vorteile erklärt und halt sagt: Hier, wir können super miteinander klarkommen, ihr habt kein Problem mit uns. Und dat, auch mit da zusammen, er ist ja auch politisch sehr versiert, was ja vielleicht andere Claner nicht so direkt sind, also andere Clans, ja. möglicherweise. Und ähm, diese Art und Weise, die innere Sphäre zu, äh, zu befrieden, sage ich mal, ist ja, äh, sagen wir mal, weil Ulrich ein Bewahrer ist, man könnte sagen, das ist die Bewahrerweise, aber trotzdem sind die Wölfe ja bei der Invasion ganz vorne mit dabei und die, die erfolgreichsten auch. Das sind die Speerspitze, die am meisten Systeme einnehmen in der, in der Zeit, in der die Invasion läuft. Und das und, teilweise auch mit minimal, minimalen Gewalteinsatz, ne? ja durch durch politische Aktionen ne, dieser äh, Planet der mit ohne einen Schuss eingenommen wird hier mit Fällern und so weiter gibt es ja diverse Sachen da wird ja kein da drauf kommen Entschuldigung oder ne, nee. das machen sie ja einfach anders aber deswegen es gibt ja auch diese politischen Unterschiede unter den Clans und auch unter den Bewahrern und den Kreuzrittern ähm, wo man sich Nächtelang darüber unterhalten kann, wie sind die einzelnen Aspekte voneinander abweichen und da kann man auch miteinander diskutieren und man kann auch wunderbare Rollenspiele spielen, wo der eine die Rolle des Bewahrers hat und der andere die Rolle des Kreuzritters und man hat halt irgendeine Situation, irgendein Planet wird angegriffen oder eine grundsätzliche Frage wird gestellt und man argumentiert aus der Sicht des Kreuzritters oder aber aus der Sicht des Bewahrers oder aber aus der Sicht von einem adoptierten Krieger aus der IS, der halt noch eine andere Perspektive mit reinbringt. Und das sind so ich sage mal, wirklich so geile politische Konstellationen, wo man sich auch in der Theorie mit auseinandersetzen kann, ähm, die mich total faszinieren, die, die, wo man dann auch sagen kann, klar, das sind verschiedene Ansichten, aber es sind halt immer noch Ansichten, die sich innerhalb von diesem Klansystem als Ganzes bewegen, die innerhalb der Grenzen bleiben. Weil die Clan, die Bewahrer sind ja nicht, die stellen ja nicht das Clansystem ans als solches in Zweifel. Denn auch ein Bewahrer wird äh, die Tradition ehren, wenn der gefordert wird in einem Kampf oder wenn nee. sonstige Sachen halt passieren. Der wird ja nicht ja. ausbrechen. Ja. Ja. Sie was, kämpfen was, was um da? die Deutungshoheit der Clan-Philosophie. Sie sehen sich als ja. Beschützer der Innensphäre und vielleicht als, äh, Leucht, äh, oder als Leuchtturm sozusagen aber sie sehen es halt nicht ähm, äh, komplett äh, äh, Kraft schlägt alles oder Macht schlägt alles andere und wir hauen die anderen aus dem Feld und dann zwingen wir sie, sie uns anzuschließen weil mhm. ich glaube das ist halt am Ende des Tages diese Philosophie halt auch nicht viel anders als das was die Neosphäre all die Jahrhunderte gemacht hat ne? mit Macht äh, zu sagen ich bin oben du unten aber ja, machen ja. sie das nicht sie zwingen doch andere auch äh, ja hier wie ihr gesagt habt, ähm, du, wir adoptieren dich jetzt, sag ich mal, gegen deinen Willen. Ähm, nee, nee, ist nicht vom gegen Prinzip den Willen. Du hast die Entscheidungsfreiheit. Ja, hast... aber die Entscheidungsfreiheit ist doch, was ist die Freiheit? Kann ich mich entscheiden zwischen da mitmachen, versklavt werden oder tot? Ja, nee, nee, also adoptiert oder wirst du schon zwangsweise. Also das habe ich nie erlebt. Ja. Also jetzt außer den neueren Büchern, in den neueren Büchern, da gab es Situationen, wo Klane auch die Möglichkeit gegeben haben und gesagt haben: also jetzt nach in der El klein ära Uh, wollt ihr Mitglied sein oder nicht. Das kommt in diesem Tama Rising Sourcebook mehrfach vor. Und das ist eher neu und unklarmäßig. Früher war es Tatsache, ja. ob du denn Krieger geworden bist, höhere Ränge oder sowas aufgestiegen bist, das ist was anderes. Ne? Das sind ja auch, ähm, also normalerweise kenne ich dazu, so, ich sage mal, bis zu der Zeit von, ich sage mal, bis Tukajit, äh, wenn du einen äh, Gegner besiegt hast und der hat überlebt und du hast gesagt, du bist würdig, ich würde dich gerne als mein äh, Leibeigenen nehmen, dann ist der... Dein Leibeigner, es sei denn, er will nicht, dann muss er sich umbringen. Das ist eine ehrenhafte Entscheidung. Seppuku kennt ihr, ne? muss ich euch nicht erzählen? Als hast äh, sich mal selbst gemacht. Ja, aber wo ist denn das ehrenhaft, jemanden zu zwingen? Also es ist ja Versklavung. Hat ja, verloren. nein, wenn alle damit, mit denen mit den Spielregeln einverstanden sind, dann gehört es halt dann dazu. Ne? Mhm. dann ist das okay. Aber das ist ja auch kein Sklaven, weil du hast ja verloren. Normalerweise wärst du ja schon im Kampf gestorben. Möglicherweise oder in einem Gefangenenlager. Das ist, ja, das ist ja auch, ja, aber es ist ja auch eine Ehre, weil dein Gegner erkennt an, ja, du hast gut genug gekämpft und da die Claner alle über alle Clans über alle Clans Verschwendung verabscheuen, ist es für diesen Krieger äh, besser, in einem anderen Clan weiter zu kämpfen. Das ist ja auch in den Büchern kommt da halt ganz oft vor, wenn jemand entrechtet ist und seinen Mech verliert, dann hat er nichts anderes im Kopf, wie irgendwie wieder zu einem Mech zu kommen. Der will unbedingt wieder Mech-Pilot werden, egal ja. für wen, egal womit, egal wann. Die arbeiten alle darauf hin. Das ist bei den Clanern genau dasselbe. Wenn der die Möglichkeit bekommt, in einem anderen Clan wieder zu kämpfen, dann tun die das auch. Und weil das ja ein Clan ist, also auch von Kerensky gegründet, also gleichwertig mit meinem anderen Clan. Es gibt ja keine, keine äh, Hierarchie der Clans, außer vielleicht Clan Wolf, weil, weil Clan des Gründers und so. Aber der Claner, der gefangen genommen wird, empfindet das ja als Ehre, von seinem Gegner anerkannt und adoptiert zu werden, weil er damit ja weiter dienen kann. Ich glaube, viele, ich glaube, viele stoßen sich auch an der, an der deutschen Übersetzung Leibeigener, ja. weil, weil im Englischen heißt es ja Bondsman. Ja. Und, und, und Bondsman ist ja eher so, sage ich mal, auch, auch wie im, im Rittertum, jemand, der quasi äh, sich bekniet hat vor dem anderen und ihm jetzt folgt. Ne? Ja. Und, das, ja. und so ist es ja auch in den Clans. Du bist ja nicht ein Leibeigener im Sinne von äh, kompletter Sklave, Sklave ja, sondern. Du bist ja, dem das, Bündnis treu quasi, ne? Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wie der Begriff Sklave. Gefolgsmänner. Gefolgsmänner. Ich glaube, das ist das, was man im Deutschen sagen würde. Ja, möglicherweise ist das auch wieder ein bisschen andere Bedeutung. Weil, also, es gibt ja die, die Sklave, beziehen wir viel auf die, ähm, die Sklaven aus Afrika, die in Amerika angekommen sind, die Schwarzafrikaner, die da Skla wie Sklaven gehalten worden sind. Sklaven gab es vorher auch schon, zum Beispiel bei den Wikingern, die haben sehr viele Slaven äh, Quasi entführt, daher kommt auch der, das Wort. Und äh, bei denen war diese ganze Gesellschaft, natürlich sind, ist es auch Sklaverei, die haben die auch verkauft, alles kein, ne, braucht man nicht drüber zu reden. Aber das System war bei den Wikingern auch durchlässiger. Wenn du zum Beispiel ein, ein unfreier Bauer oder so warst oder auch jemand, der da gekauft wurde und hast irgendwo gedient auf dem Hof und du hast dich gut angestellt, konntest du auch befreit werden. Ne? Dein Herr konnte irgendwann zu dir sagen: Hier, ich hab, wir sind Freunde geworden, ich lass dich frei, bau dir selber einen Hof auf, guck, wie du klarkommst. Das ist eher so diese diese Haltung von dem Bondsman zu dem Bondshalter also zu dem Kordelhalter ähm, weil du ja du kriegst ja diese drei Kordeln und du musst dreimal irgendwas machen wo der Kordelhalter sagt ja gut da war jetzt ein weiterer Schritt zu deiner Freiheit dann wird eine Kordel abgeschnitten und irgendwann sind die Kordeln alle ab und dann ist das ein freier Krieger dann hängt er nirgendwo mehr dran der ist hat alle Rechte eines Meck-Kriegers und ist ein adoptierter freier Krieger und das ist das Ziel von jemandem der halt äh, da reinkommt Sklave ist insofern falsch, weil wenn, wenn wir das assoziieren mit dem, wie das in Amerika sozusagen war, da gibt es keinen Weg raus. Da, Sklave ist halt so besetzt, wie wir das halt so ne, aus der Geschichte aus Amerika dann halt kennen, dann ist das Unterdrückung, Sklaverei. Ja, ja, es schon noch freigeschrieben werden oder konnte es freigeschrieben werden, aber ja. das lag halt komplett in der Entscheidung deines Herrn. Ja, aber ja. es liegt doch da auch in der Entscheidung des Herrn. Ja. Und wenn ihr sagt, es haben sich alle darüber geeinigt, naja, Vielleicht die Clans, aber als sie dann in die innere Sphäre kamen, haben sie ja einfach, ähm, ja, wie ja, viel Kell. Ja, der hat ja sich das auch nicht ausgesucht, aber die Alternative wäre gewesen, zu sterben. Und Ja, aber das, das ist, halt dieses, aber äh, es ist trotzdem einfach eine Sklaverei. Ich glaube auch, dass ja. da ist die Argumentation äh, pro äh, Clan ein bisschen löchrig. Und, und ich glaube, es ist auch damals gewollt so gewesen, um einen dieses Feindbild und dieses Bedrohungsszenario aufzubauen. Und das, wie gesagt, deswegen verändern sie es ja gerade. Ich möchte mal dieses Beispiel aus Tamarising mhm. bringen. Der neue Kahn, der Jadefalken, weil das, das sollte sich mittlerweile umgesprochen haben. Wiener äh, Hazen ist tot, äh, ist auf Terra gefallen. Ähm, oder ist verstorben. Gefallen ist ja nicht. Ähm, und ein neuer junger Krieger, der sich gegen äh, Hazen gestellt hatte, ursprünglich, der hat dann sozusagen die Scherben aufgesammelt. Ein Chisto oder Chisto, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, Chisto ist ganz gut, oder? Ich denke auch. Ja. Und der hat dann, weil er zu wenig Krieger hat, also hauptsächlich Solama oder irgendwelche, aus irgendwelchen, äh, wie heißen sie noch, diese, diese Schulungskader, Sipkos. Mhm. Zipkos, ja. genau, und, und ein paar Freigeborene hat, sucht er natürlich dringend nach Verstärkung, um sich zu verteidigen und zieht halt in die Schlacht gegen die Geisterbären, um halt da neue Krieger quasi zu gewinnen. Ne? Ja. Und das tut er auch. Äh, einige Dutzend sozusagen werden dann seine Bondsman sozusagen. Und die sind anfangs überhaupt nicht begeistert, jetzt Jadefalken zu sein. Erstmal, Geisterbären ist ziemlich groß oder das Ghostbeer Dominion und die Jadefalken sind kurz vor der Auslöschung, ne? Aber er sagt ihnen auch, ihr könnt gehen, wenn ihr das hier nicht wollt. Aber ich sage euch, bei den Jadefalken suchen wir Leute. Wir haben Positionen offen. Hier ein Held zu werden und zu kämpfen, ne? Das, was ein Krieger ausmacht, das ist möglich. Wenn ihr Geisterbär sein wollt, die haben kaum Kämpfe, die leben sehr friedlich, die sind enorm groß. Da irgendeine Position zu erreichen für euch in dieser Situation, also militärisch, kriegerisch und ein Held zu werden, ist gering. Ne? Und da haben sich dann doch einige der Geisterbären, die erst gar keinen Bock hatten, gesagt: Okay, dann werden wir Jadefalken, weil ich da einfach mal Karrieremöglichkeiten habe und mich unsterblich machen kann, indem meine Gene in den Pool einfließen und dann neue Sipros daraus entstehen. Ganz kurz noch zu der Sache eben mit dem, äh, wenn sich alle drauf ein, äh, geeinigt haben. Ne? Die Clans haben ja diese Doktrin und wenn du als wahrgeborener Krieger da rein geboren wirst, ne? also wenn du quasi in deiner äh, SIPCO aufwachst und dann jetzt ausgebildet wirst und nicht ausgesiebt wirst, dann wird man da rein geboren dass, oder da rein auch indoktriniert, dass man die Möglichkeit jederzeit vor Augen hat, wenn man in den Kampf geht, A, zu sterben, ja? weil die sind eigentlich, das sind Krieger, die sind dafür geboren, die haben sonst eigentlich keine Bestimmung. Das heißt, die haben kein Problem damit, die machen sich keine Gedanken über ihre Rente, wenn sie kämpfen gehen, sondern die kämpfen bis zum Letzten. Und genauso ist aber auch die Möglichkeit, Leibeigner zu werden, von vornherein klar. Man lässt sich drauf ein, wenn man in den Kampf geht. Und es wird von den meisten, so wie ich, die, wie ich die Sachen interpretiere, eher als eine Ehre empfunden als als ein Zwang. Natürlich, wenn man jetzt in die innere Sphäre kommt, die kennen das, die kennen das nicht. Ne? Fällern, was machen die mit mir? Keine Ahnung. Da ist es natürlich mit Sklaverei vergleichbar und da kann man das auch vielleicht äh, legitim miteinander so mit dem Wort quasi als Sklaverei bezeichnen. Ja. Ähm, wir sind aber eben noch, da, da war eine Sache gesagt worden und zwar die Übersetzung vom Englischen noch ins Deutsche, wo halt Missverständliche möglicherweise entstehen. Äh, mit Sklave auf Deutsch und Bondsman im, im Englischen gibt halt eine gewisse äh, Interpretationsspielraum. Da, da gibt es halt ein paar Sachen, die man anders besetzt hat vom Wort her wo man schon direkt im Deutschen einen anderen Eindruck kriegt, wenn man es liest. Und dann hat man das Wort vor, vor den Augen und dann verknüpft man das schon mit dem, was man kennt, geschichtlich und so weiter, und hat dann schon ein ganz anderes Bild vor Augen. Ähm, das sind viele Dinge, die äh, bei der Übersetzung quasi leiden. Ähm, das berühmte ne, Lost in Translation, da, da, da wollte ich jetzt nochmal zurückkommen, was Olli eben gesagt hat, und zwar mit diesen Contractions, was du da gesagt hast, da was du da nicht verstehst, warum die da so äh, verpönen. Und zwar ist mir das aufgefallen, ich habe letztens den neuen Batman-Film gesehen. Und zwar habe ich den auf Deutsch geguckt. Und äh, da ist das erste Rätsel, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ja, der mhm. ist auf Englisch schon furchtbar. Ja, ich fand den jetzt nicht so schlecht, aber das ist ja eine Geschmackssache, egal. Aber was ich jetzt sagen will, es gibt das erste Rätsel, und da sagt der auf Deutsch, ähm, sagt er dieses Rätsel, was macht ein Lügner, wenn er gestorben ist, also wenn er tot ist? Und dann sagt er als Antwort, er lügt. Still. So, still lügen macht keinen Sinn. Im Deutschen gibt das überhaupt, das, das macht alles, das gibt keinen Zusammenhang. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe dann da gesessen und gesagt: Hä, was will der mir sagen? Und irgendwann habe ich mir das aufs Englische übersetzt und dann sagt er halt: What does a liar uh, do when he's, when he's dead? Und die Antwort ist: he lies still. Und das ist halt eine Doppelbedeutung in zwei Worten. Er liegt still oder er lügt immer noch. Heißt dasselbe. Das sind die gleichen Worte. So, das kann man nicht übersetzen. Das geht nicht weil man dieses Wortspiel nicht vom Englischen ins Deutsche rüberkriegt. Und das sind auch viele Dinge, die halt äh, in den Romanen halt geschrieben werden, die einfach im Deutschen nicht ankommen oder völlig anders ankommen. Und das führt mich jetzt, das war ein relativ äh, weiter Bogen jetzt, aber das führt mich jetzt mal zu diesen Kontraktionen, äh, die verpönt sind bei den Clans. Ähm, da da habe ich jetzt auch ganz oft rausgehört, dass es halt unlogisch ist. Die haben ja auch Abkürzungen. Da ne? hast du ja eben gesagt, Olli, hier Post und... Ja. Und so weiter. Da muss man aber nochmal da den Weg, den Schritt zurück machen und sagen, eine Kontraktion ist kein Akronym. Es ist, es ist ein Unterschied, zu sagen, ich, eine, ich fasse Worte zusammen. Im Englischen sagst du zum Beispiel, I do not want to go. Du ja. kannst aber auch sagen, I don't want to go. Und dabei ja. hast du zwei Worte zusammengezogen. Wenn du, wenn du einen Politiker dir anguckst im Fernsehen, der eine Rede hält oder so, der redet nicht so. Die würden so nicht sprechen, weil das einfach. Das ist, oder die würden auch nicht das breiteste Texanisch da irgendwie auspacken oder irgendwie, du hörst manchmal die Färbung der Bundesstaaten, aus denen die kommen, aber die versuchen ein sauberes Englisch zu reden, weil sie in einer gewissen, ähm, äh, weil sie eine gewisse Position haben und eine gewisse Respektsperson sind und einfach sauber, ordentlich kommunizieren wollen. Die Clans, das kommt aus dem Englischen. Kontraktionen sind zum Beispiel I do not oder I don't. Don't ist verpönt, do not ist okay. Ein Akronym ist was anderes. Ein zusammengefasstes Wort wie zum Beispiel Geschko für Geschwisterkompanie oder Frapos für Frage positiv oder Quee-Aff im Englischen. Das sind, das sind ähm, die Sprache entwickelt sich über die Jahre. Und die Clans, das ist ja beschrieben worden, haben eine eigene Kampfsprache, der Krieger untereinander, wo viele Begriffe halt benutzt werden, die als, als Akronyme entstehen, die zusammengezogene Anfangssilben von Wörtern sind, die halt gemeinsam irgendwas bedeuten. Ähm, das passiert im Deutschen auch. Wir haben zum Beispiel, ich schreibe dir jetzt eine WhatsApp. What the fuck? What is eine WhatsApp? WhatsApp ist ein Tool, ja. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Oder wir haben als Regierung, äh, hatten wir lange Zeit eine Kroko. Weiß auch jeder, was gemeint ist. Oder eine Kita oder ein Azubi. Das sind alles, das ist ja kein schlechtes Deutsch. Das sind Akronyme, wo halt Begriffe zusammengezogen werden, die sich dann zu eigenen Begriffen entwickeln. Und äh, auch aus dem Englischen raus, Deutsch, also Begriffe wie zum Beispiel KD. Jeder, der spielt, der halt Ego-Shooter spielt oder wie auch immer, sollte Computerspiele, weiß, was eine KD ist. Das ist ein, das ist ein Wort, was im Deutschen ganz normal verwendet wird innerhalb von einem Satz. Ah, wie ist denn deine KD? Ah, meine, ist oder, gegangen, da, da, meine müsst, da, müssen, da müssen wir jetzt mal den Ekel in die Pfanne hauen. Ha, was heißt ein KD? Hm? Ähm, ähm, irgendwas mit äh, Kinderdatenbank. <laughs> <laughs> das, ist, das ist dann, im, ah, Prinzip, genau. im Prinzip kann man dann sehen, eigentlich. Äh, dass diese ganzen Ab, also ich sage jetzt Abkürzungen bei den Clans, ähm, wie ja auch jetzt beim Militär, weil, man, weil du hast jetzt schon viel von den Amerikanern gesprochen, diese Brevity-Codes sehen. Ja. Also ich, ich, äh, ich bin jetzt ganz neu zum Beispiel in einem, in einem Simulationsgeschwader und fliege F18, ne? und da musst du ja auch diese Codes lernen. Und das Wichtige, so wie du gesagt hast, eigentlich, man soll keine, wenn man funkt, keine Wortverkürzungen verwenden, weil man das über Funk schle schlecht versteht. Ja? Ähm, aber du, du, du verwendest gewisse Codes. Ja? Also, ja, das sind nämlich zwei verschiedene Dinge und deswegen ist auch eine Abkürzung kein Widerspruch zu der verpönten Kontraktion. Okay, ja, das, okay, alles so, da. so, das ist das, das wirklich Das, 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 ja, das ja nicht kann, kann ich akzeptieren. Hm. Oh, und da, äh, ich möchte noch ganz kurz äh, erwähnen, dass äh, von uns allen, ja, ich immer noch der Jüngste bin, ja? Das ist gut möglich. Das heißt, das ist ich kenne es allen. eher als ihr alten Säcke. So. Mhm. Also, wir müssen jetzt nicht KD erklären, da gehe ich mal von aus. Ähm, Doch, so, um, Kinderdokumente oder was war das? <laughs> <laughs> ja, genau. genau. Ähm, ja, und ähm, also, das ist jetzt mal zum Thema: äh, diese, diese Abkürzungen. Man, man weiß ja wie jetzt zum Beispiel beim Militär, wenn ein Offizier vor dir steht, du bist ein normaler Soldat, vielleicht die Leute, die beim Bund bei der Bundeswehr waren oder so, die werden das wissen. Äh, der wird auch kein Slang mit dir reden, wenn er dich anbrüllt oder wenn er dir irgendwas versucht klarzumachen. Der wird versuchen, Hochdeutsch mit dir zu reden, denke ich mal, die meiste Zeit. Ähm, deswegen, das ist einfach, das macht man einfach nicht. Und das, aus, daraus entsteht das. Und ähm, es gibt auch in dem Clan-Buch, also in verschiedenen Clan-Büchern, gibt es ja die Sache der äh, die ähm, Comstar-Leute sind ja mit den Clans zusammengestoßen. Zuerst hatten Kontakt und haben sich gewundert darüber, wie die Clans sprechen. Und zwar ist das ein ganz äh, archaisches Englisch gewesen, ein Sternenbund-Englisch sozusagen, was eigentlich nur Comstar in der Form noch kannte und auch äh, eins zu eins so verstehen konnte, weil die Clans halt einen ganz hohen Wert darauf gelegt haben, die Sprache sauber zu halten, reinzuhalten und halt zu transportieren über verschiedene Generationen. Natürlich sind Sachen in die Sprache mit reingekommen, wie ich eben gesagt habe, diese ganzen Akronyme und die ganzen neuen Begriffe. Gerade bei den, bei den Kriegern in den, in den Mechs, ne, die Kampfsprache war ja gar nicht zu verstehen, hatten wir ja eben schon. Auf The Rock haben die den Funkverkehr abgehört, haben wir kein Wort verstanden, das war aber trotzdem Englisch, also ne, das waren diese Quotes. Ähm, die ähm, Leute von ähm, Comstar waren ganz begeistert davon, diese archaische alte Sprache nochmal zu hören und zwar in einer gelebten Art und Weise. Das ist so ähnlich, wie man heute jemanden. Weiß ich nicht, eine alte Zivilisation irgendwo im Dschungel finden würde, die ähm, Latein sprechen. Es gibt aber auch noch ein realistischeres Beispiel und zwar Island. Island ist, eine, ist ein ganz kleines Land, die haben 300.000 Einwohner, die haben eine Sprache, die eins zu eins zurückzuführbar ist auf die Wikingerzeit. Ähm, die haben auch sehr viele äh, neue Worte natürlich eingeführt, aber die haben die Sprache sauber gehalten. Ein normaler Schüler in Island, der Isländisch lernt, kann die äh, Eddas, die, die alten Bücher, im Originaltext mehr oder weniger lesen. Das wirkt zwar auch ascharisch auf die, das ist eine komische Sprache, sag ich mal, auch wenn wir Althochdeutsch lesen würden und so, das klingt irgendwie ein bisschen gestelzt vielleicht, aber sie verstehen es noch. Und zum Beispiel, Island hat eine ganz rigorose ähm, Doktrin, sage ich mal, in der Hinsicht. Äh, die machen zum Beispiel kaum Anglizismen oder fast gar keine Anglizismen. Die übersetzen das, äh, also Wörter, die man halt braucht, in isländische Begriffe, um die Sprache reinzuhalten. Da gibt es zum Beispiel, ein Be also gibt es das Beispiel, die Stewardess, die ja in allen Ländern der Welt eigentlich Stewardess heißt. Wir sagen ja als Deutsche ja auch Stewardess, obwohl es ein englisches Wort ist. Aber die Isländer sagen Flugfreya. Und das ist die, die Flugfreya, die Flugfrau, wie auch immer. Das ist eine Übersetzung, das gibt es nur in Island. Und die machen das sehr rigoros. Und so ähnlich ist das auch mit diesen Leuten aus Komster, die auf die Klaner treffen. Die haben sehr viel Wert darauf gelegt, die Sprache klar und sauber zu halten. Auch wegen der Kommunikation über Funk oder was auch, aber auch aus der Tradition, aus dem Respekt vor der, vor der Tradition. Einfach, weil sie gesagt haben, das kommt aus dem Sternenbund und alles, was aus dem Sternenbund kommt, ist für die Clans mehr oder weniger heilig. Und das wird sauber gehalten. Man muss aber wirklich aufpassen, wenn man das wirklich im echten Leben versucht, liebe Zuhörer. Also, ich habe unlängst mal in einem Lokal ges äh, gesagt: Schankmeid, eile sie herbei, kam nicht gut an. <laughs> mm. <laughs> ja, okay. Gut, aber das ist das, was ich in dem Zusammenhang äh, mit der Sprache. Mit dem Code und so weiter. Das, ist, das wird ja oft gesagt, dass das irgendwie unlogisch wäre, aber ist das nicht. E-Code. Ja. Nee, also, Andere wenn man das so auf diese, diese Brevity-Codes zurückführt, macht das absolut Sinn. Weil, versteht, wenn, auch wenn man jetzt den Flugver Funkverkehr von eben von äh, auch bei der, bei, bei, bei der Bundeswehr, von, von Piloten in der Bundeswehr anhört, versteht man nur Bahnhof, ne, wenn man es nicht weiß. Ja. Aber die, deswegen spricht ja die Zivilbevölkerung nicht so. Ja, und die verstehen sich aber untereinander. Es ist genauso, mhm. ähm, da gibt es ja gewisse Subkulturen, wo das ganz normal ist. In jeder Subkultur gibt es irgendwie sowas. Ne? Also keine Ahnung, wenn du Mettler bist und fährst auf ein Konzert, dann weißt du, was Moschen ist. Andere weiß das vielleicht nicht, mhm. äh, was eine Moschpit ist. Und keine Ahnung. Oder wenn du ein Fußballer bist und ähm, du brauchst nicht viele Worte, irgendwie um zu erklären, wenn der Trainer sagt, so jetzt ist Tiki-Taka, dann wissen alle, was gemeint ist. Dann musst du nicht stundenlang erklären, was da genau gemacht werden soll. Sondern dieser Begriff ist quasi so ein Playbook-Begriff. Ein Code. Und den Code gibst du deinen Spielern und die kennen das, die verknüpfen das und wissen sofort, was sie zu tun haben. Und das gibt es in jedem Kontext. Und natürlich auch bei den Clans und auch ganz, ganz extrem da bei der, bei der Kampfsprache. ist, ist Es sogar, ist es sogar ähnlich wie, wie im Japanischen auch eine Effizienzsteigerung. Ne? Weil die Japaner versuchen ja auch, ihre Sprache effizienter zu machen, indem sie möglichst wenig Worte versuchen zu sprechen, ne? um den Sinn zu transportieren. Ist also selbst in meiner Zeit in Japan vielleicht weiß ohne Bescheid. Ich habe zum Beispiel nie rausgefunden, was es gibt ein echtes japanisches Wort für Rindfleisch, aber die meisten Japaner sagen Bifu. Ja, ja. Also das, was du meinst Weil das andere Wort wahrscheinlich zu lang ist, ne? Ja, <laughs> Cheeseburger. <-Baga>. Hm? Genau. <laughs> ähm, was ich aber noch gerne äh, Sagen möchte so, es kann immer mal wieder Leute, die nicht wissen, was die KD ist, deswegen wäre es gut, Meldrik, wenn du das einmal kurz erklärst. Ja, das ist das Verhältnis der Kills zu den Deaths. Also wenn man im Ego-Shooter spielt und man tötet dreimal jemanden und wird dreimal getötet, dann hat man eine KD von 3 durch 3, also 1. Das, da wird ganz normal von geredet, das ist ein neuer feststehender Begriff, KD wird da ganz, also das wird nicht als Abkürzung in irgendeiner Form, sondern das ist einfach ein neues Wort. So mhm. wie ich eben gesagt habe, WhatsApp, ich schicke dir eine WhatsApp, hä, what? <laughs> Dann weiß man ja. Bescheid. Das, was google so mal? Ich, ja, genau. Aber das sind halt, bei den Clans ist diese Entwicklung der Sprache halt kontrolliert. Ne, es gibt neue Begriffe, natürlich wird sich auch mehr entwickeln. Vielleicht haben die, weiß ich nicht, die haben äh, neue Konzepte irgendwie entwickelt, müssen die irgendwie benennen. Und ähm, das wird halt sehr kontrolliert gemacht. Deswegen auch diese. Diese reine Sprache beim Zusammentreffen mit Comstar, wo die Comstar-Leute gesagt haben: mh, Das ist jetzt aber fast quasi reines Latein sozusagen. Ne? Ähm, ja, ich habe hier noch ganz viele andere Sachen. Ich habe zum Beispiel bei einem äh, von den vorangegangenen Podcasts, hatte Hoshi, glaube ich, gesagt, zum Thema Gebotsverfahren bieten, ähm, dass, man ja, dass das ja eigentlich auch irgendwie keinen Sinn macht oder wenig Sinn macht, weil man ja die, äh, auf, auf die alten Gebote immer zurückgehen kann. Das ist, muss man natürlich auch relativieren, eigentlich. Ne? Also, wenn, das ist ja immer so: man hat eine gegnerische Kraft, ein Opfer, Opposing Force, die sagen, womit sie verteidigen. Normalerweise Bajal läuft ja so ab: ich fliege auf den Planeten zu und sage, hallo, ich bin der und der, ich will das, das und das haben. Womit verteidigst du? Und dann sagt er, jo, mit 15 Max. Und dann fangen meine Commander an und bieten untereinander um das Recht, diesen Kampf auszutragen. Und dann sagt der Erste: Ja, ich gehe mit 15 Max da rein. Dann sagt der zweite: Boah, du kannst ja gar nichts. 15 gegen 15 ist ja 1 zu 1, du bist viel zu schlecht. Ich sage, ich gehe mit 14 rein. Und dann geht das so weiter, bis dann der Letzte sagt: Nee, mit weniger als 10 kann ich diesen Kampf nicht gewinnen, deswegen will ich nicht weniger bieten. Und dann gewinnt sozusagen der, der am wenigsten geboten hat, und geht damit in den Kampf. Das heißt, es steht dann 15 zu 10. Die meisten werden das wissen, so wie der Ablauf ist. So, wenn jetzt aber der vorletzte, der geboten hat, elf geboten hat, und ich gehe mit meinen zehn in den Kampf und kämpfe und merke, oh, oh, oh das hier ist, das verliere ich, das ist zu, ich habe zu wenige Max, ich kann das nicht gewinnen, dann muss ich, um auf die, das letzte Gebot aufzustocken, quasi um Nachschub zu holen bis zu meinem bis zum letzten gegebenen Gebot, muss ich denjenigen sozusagen um Erlaub, also de, den letzten kann ich noch zurückgehen mit dem Ehrverlust, aber alles, was darüber hinausgeht, ich muss den letzten Ge äh, Gegenbieter fragen, ob er mir das erlaubt. Und je, die meisten Klaner würden den Teufel tun und halt über die Gebote rausgehen, weil sie damit ja quasi in, mit anderen Worten sagen, ich konnte mich selber nicht einschätzen, ich bin schlechter, als ich gesagt habe, dass ich bin. Und die meisten Klaner würden wahrscheinlich eher mit ihrem Gebot verlieren im Feld, als zu weit hochzugehen. Das ist natürlich auch eine Erwägungsfrage, die Sache ist, wie wichtig ist mein Ziel? Will ich das unbedingt haben, weil ich da äh, wo drum gekämpft wird, oder habe ich noch was anderes irgendwie vor? Dann wird man vielleicht auch in Erwägung ziehen, den Ehrverlust in Kauf zu nehmen und vielleicht auf ein vorletztes Gebot zu gehen. Aber damit verliert man direkt im, im Gegenzug zu dem, zu dem vorletzten Bieter sein Gesicht sozusagen. Und das muss ich ja euch als Kuritisten auch nicht erklären, was das bedeutet. Das ist so ähnlich, als würden ein Samurai beim Schwertkampf verlieren und dann äh, kurz bevor er abnippelt, noch eine MG ziehen und den anderen doch noch wegpusten und sagen, jetzt habe ich gewonnen. Juhu. Wird er nicht machen. Da, da, da bin ich eh voll bei dir. Also, ich kann mich da glaube ich daran erinnern, wo ich da drüber gesprochen habe. Das war auch ein bisschen, um darzustellen, eigentlich, ähm, wie die Bücher funktionieren. Ja? Und ich bin da voll bei dir. Also ich glaube nämlich nicht einmal, dass äh, ich glaube, dass die meisten, die jetzt ein Gebot gewonnen haben, <laughs> Wie du sagst, lieber mit den Einheiten, die sie jetzt geboten haben, verlieren würden, als überhaupt aufzustocken. Ja? Also bin ich, bin ich voll dabei. Ähm, ich finde nur eben, ich, ich weiß jetzt nicht, in was für ein Buch das kommt, das ist relativ früh, ich glaube bei den Jadefalken, wo sie dann quasi die, die Warships wieder dazuholen, vom vor, vorangegangenen Boot, Gebot oder zumindest eines. Ja? Ähm, und das ist meiner Meinung nach extrem schlecht dargestellt, weil das wird so banal gesagt, ja, wir können das eh dazu holen. Ja. Und das, ja. das führt so ein bisschen das ganze Ad absurdum, weil jetzt dem Leser natürlich vermittelt wird. Genau das, was ich dann gesagt habe, na, ja, das spielt eh keine Rolle. Ja, Und mir hat aber genau das in den in den Kerensky-Büchern so gut gefallen, ja, das bieten, ja, also ich bin dann eigentlich ein Fan davon, ja. Ähm, das, weil das spricht ja auch die Seele der Kans aus, keine Verschwendung. Ja? Ähm, und das wird quasi mit, mit einer halben Seite in einem Buch, wo der Autor nicht gescheit drüber nachgedacht hat, ad absurdum geführt. Und dem Leser vermittelt, pl, blöd. Ja, und, aber und wir, wir, wir das kennen das eh, ist der Ruf mal versaut, ist, ist schwer, wird es wiederherzustellen. Ja, 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 also aber finde, ist dieses Bieten nicht eigentlich eher eine Verschwendung? Nein. Weil ich Eben. kann doch eigentlich, wenn ich bieten, naja, warum soll ich denn nur mit, äh, keine Ahnung, mit drei kleinen Mechs reingehen, wenn ich auch einfach mal eine äh, ne Steiner Scout Lanze von vier Atlanten hinschicken kann? Da ist es doch viel wahrscheinlicher, dass ich weniger verlieren werde und der und dadurch meine Ressourcen besser eingesetzt habe. Das ist tatsächlich auch so ein, so ein so ein Ding, was auch immer gerne wieder diskutiert wird. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen taktischen und strategischem Level. Auf, auf taktischem Level hast du absolut recht. Wenn ich jetzt sagen wir mal 40 Mechs im Orbit habe und der Gegner hat nur 5 unten, warum sollte ich denn nicht mit den 40 runtergehen und ihn einfach wegputzen? Da werde ich höchstwahrscheinlich kaum Verluste haben. Und mhm. äh, ihn damit besiegen. Und damit wäre es auf der Seite wirtschaftlich. Aber auf lange Sicht, wenn ich mit 40 komme, wird die Gegenseite, wenn ich sie nicht sofort besiege, entsprechend nachrüsten und beim nächsten Mal selber 40 oder vielleicht sogar mehr stellen. Und damit hast du eine Eskalation in Gang gesetzt, die du bei dem Clan-Beat-System, wo du versuchst, mit möglichst wenig Material zu gewinnen, ähm, das Ganze von vornherein ähm, strategisch und von der Eskalationsstufe niedrig hältst. Ja, Aber das habe ich ja nur, auf. wenn ich innerhalb der Clans kämpfe. Ja, das, das ist ja der Fehler, der Gedankenfehler der Clans gewesen, dass die Innersphäre da irgendwie in irgendeiner Form mitspielt. Und das ist ja wahrscheinlich herbeigeschrieben gewesen, weil sonst die Clans einfach mal durch die Innersphäre durchmarschiert werden. Aber das ist der Grundgedanke des, der Clan-Konfliktbewältigung. Und in sich geschlossen in dieser Petrischale, wie es Marek vorhin gesagt hat, ist das auch vollkommen sinnvoll kommt ja noch dazu, dass, ähm, klar, das System ist ja bei den Clans entstanden, Petrischale, ne, so, ähm, aber dadurch, dass du ehrenhaft in Zellprigen kämpfst, das heißt im Duellsystem sozusagen eins gegen eins, bringt dir eine Übermacht von 40 zu 5 überhaupt nichts, weil es kämpfen ja nur 5 von den 40. Und außerdem, es ist halt unehrenhaft, einen Gegner mit einer absoluten Übermacht zu überrollen. Das, das widerspricht wieder dem Ehrenkodex, weil du bist ja der Meinung, dass du besser bist als der andere. Sowohl besser als der Gegner, als auch besser als dein, äh, also dein Star Captain, der mit dir bietet, um die Ehre zu kämpfen. Du sagst ja, ich bin besser als du und deswegen brauche ich weniger Max, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und das ist halt die, die Grundlage davon. Diese Eskalation und die, das ist ja im Prinzip, wenn du sagst, man macht das nach oben offen, die Eskalationsspirale ist egal, dann kommt doch irgendwann diese in Anführungszeichen dreckige Kriegsführung, was die Clans ja eigentlich verhindern wollen und was sie ja. Als, als die, die Konsequenz ihre, ihre Lehre, die sie aus der IS gezogen haben, dann könnte ja zum Beispiel auch jemand sagen, okay, wenn du mich hier angreifst, dann bombe ich deine Hauptstadt weg. Oder ich schieße deine Raumschiffe aus dem Orbit oder ich zerstöre deine. Das ist ja genau das, du willst ja reduzieren auf das Duell. Und dann will sich ja, soll's, oder bei den Clans wird sich ja auch der Verlierer daran halten. Das ist ja der Ehrenkodex, der alle bindet. Und damit ist das System in sich geschlossen und macht ja auch insofern dann Sinn. Klar, Aber der damit Fehler, ja auch. Damit macht es ja auch Sinn, dass du im Verhältnis zur Zivilbevölkerung so wenig Krieger hast, weil du im Prinzip ja animierst dazu, dass du eigentlich ein eher qualitatives Aufrüsten hast als ein quantitatives. Ne? Genau. Genau. Und das Aber das, das, ist, das, führt, das führt halt dann auch dazu, dass ein vielleicht numerisch unterlegener Gegner trotzdem die Schlacht gewinnt, weil die Qualität und nicht die Quantität äh, entscheidet. Genau. Und das ist das die Idee der Clans. Wie gesagt, aber aus reiner Massenhersicht, so wie wir es halt auch in, auf der Erde noch gerne pflegen. Was aber immer schwächer wird, weil sie zum Beispiel der Ukraine-Krieg, die äh, Russen waren ja militärisch oder numerisch klar überlegen, aber sie haben jetzt nicht die gewünschten Erfolge erzielt. Man sieht also auch, auf, in unseren aktuellen militärischen Konflikten ändert sich das wahnsinnig. Das heißt, wir brauchen eigentlich. Riesige Massenheere mit Hunderttausenden oder gar Millionen von Soldaten nicht mehr so sehr, wie es noch vor 70, 80 Jahren der Fall war. Im Gegenteil, es hat sogar handfeste Nachteile und zwar wirtschaftlicher Natur. Wenn du so viele Menschen, qualifizierte Menschen aus der, aus der Wirtschaft herausziehst, und sie praktisch in Uniform steckst und ihnen irgendwie so ein Schießpulver in die Hand drückst, mit denen sie kaum noch was ausrichten können, also Infanterie-Solama sozusagen, dann ist das eine Verschwendung von Ressourcen hoch 10. Weil die modernen Soldaten, selbst heute in unserer jetzigen Welt schon, müssen halt auch ausgebildet werden und trainiert werden an den teilweise hochkomplexen Waffensystemen, die wir da haben. Deswegen diese Forderung... Ähm, ist nachvollziehbar, dass sie sagen: Hey, warum liefert die Bundeswehr nicht einfach die modernsten Waffensysteme an die Ukraine? Ja, weil man mindestens sechs Monate braucht, um mit dem Ding vernünftig umzugehen und noch ein bisschen mehr, um damit auch taktisch geschult zu werden. Und das ist halt nicht mehr ganz so einfach wie jetzt vielleicht vor 100 Jahren, wenn man gesagt hat: Hier ist der Karabiner, jetzt in Linie marschieren. Dann hast du vier Wochen Grundausbildung und dann bist du nach zwei Monaten schon an der Front. Ja gut der, der nächste Punkt ist halt äh, generell ich sag mal so so hochkomplexe Sachen die denke ich mal, vielleicht ein guter Vergleich sind zu einem Battle Mac ist halt wenn du einen modernen kontemporären Jagdflieger nimmst ähm, der fliegt ne, ein paar Stunden und dann hängt er für Tage nur in standardmäßiger Wartung damit er das nächste Mal überhaupt fliegen kann das heißt also wenn du äh, ne, 40 äh, äh, Steiner Scouts auf dem Planeten schmeißt äh, nur um fünf äh, fünf Klaner fünf anzugreifen, dann ist das zwar schön und gut, aber dann sind wahrscheinlich die Text auch für die nächsten äh, vier Wochen erstmal beschäftigt, damit die, die, die wieder in, in Schuss zu halten. Da ist auch noch so ein weiterer Aspekt, der in den Romanen ja teilweise komplett untergeht. Auch die Klaner haben Text und müssen ihre Sachen in Ordnung halten und so. Das wird ja auch teilweise angedeutet, aber die Text spielen da ja eine ganz kleine Rolle nur. In alten Romanen in der IS ist es ja öfter so, dass die Texte dann auch mal so eine kleine Rolle übernehmen und man halt dieses äh, diesen Seitenstrang der, der Charakterentwicklung auch mal ein bisschen mitverfolgen kann. Das fehlt ja auch komplett. Oder das heißt, fehlt äh, da fehlt vieles äh, an. Äh, da ist wenig Fleisch auf den Knochen, sag ich mal. Mhm. 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 Ähm, ein anderer Punkt, der auch angesprochen wurde des Öfteren, ist die Sache mit dem Alter. Dass man halt quasi relativ schnell ausgesondert ist bei den Clans und dass die ja alle jung sind und alle im Prinzip noch grün hinter den Ohren, weil die ja alle quasi mit 17 maximal in die Schlacht gehen und so. Äh, Würde ich auch gern relativieren wollen. Und zwar, ähm, natürlich wird man ausgesondert, wenn man Misserfolge hat. Also auch in der Geschko schon. Ne? Wenn man da bestimmte Tests nicht besteht, wird man ja quasi gesiebt. Das werden sehr viele, ich glaube, bis zu 80 Prozent von der Geschko. Im, im Laufe der äh, Ausbildung quasi raus und werden in andere Kasten verteilt. Und nur ein ganz kleiner Teil schafft überhaupt den Weg bis zum TOP. Das sind dann halt die Hochqualifizierten, die im Endeffekt dann äh, ihren TOP machen und ihre Laufbahn einschlagen. Die können ja auch direkt im TOP als Offizier quasi rauskommen, wenn sie gut sind. Die meisten werden als MacWarrier rauskommen, haben dann aber später die Möglichkeit, weiter aufzusteigen und dann, äh, wenn die erfolgreich sind und wenn sie halt äh, besonders ähm, gut sind, dann zeigen sie damit ja ihren Wert für das Zuchtprogramm. Das ist ja der Sinn dieses Zuchtprogramms. Deswegen äh, verdienen sie sich ja mit dem Blutnamen, das ist ja die, die höchste Steigerung dieser ganzen äh, Idee, die, ähm, das, das Recht und die Ehre, quasi unsterblich zu werden und ihre Gene weiterzugeben äh, in dem Zuchtprogramm. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man die Besten ins Zuchtprogramm lässt. Und die Besten sind die, die möglichst über Zeit möglichst viele Kämpfe gewinnen. Das heißt, die, die lange überleben, die gut sind, die werden auch später halt in dieses Zuchtprogramm aufgenommen, aber die werden natürlich auch älter. Das heißt, die guten Kämpfer sind halt eben nicht 17. Also die, die, ne, natürlich sind die, gibt es Ristars und so weiter und die Leute, die gerade jetzt frisch von der, äh, vom TOP kommen und so, das mögen auch gute Krieger sein, aber die müssen sich auch erstmal beweisen und die müssen halt erst auch mal äh, ihren Wert im Feld beweisen und dann auch erstmal ein paar Jahre kämpfen, um dann halt wirklich in dieses Zuchtprogramm reinzukommen. Und da gibt es auch verschiedene Beispiele. Also, Ulrich Renzki war zum Beispiel mit Sicherheit mindestens 50, möglicherweise 60 oder älter. Und es gibt auch in den Quellenbüchern verschiedene Stellen, wo zum Beispiel äh, auf die Charaktere und die, das Alter eingegangen wird. Zum, zum Beispiel äh, Kirsten Redmond aus dem 94. Striker Cluster der Jadefalken ist zum Zeitpunkt der Invasion 60 und sie ist nicht so Lama, obwohl sie 60 ist. Aber sie hat halt ihren Platz erkämpft und hat den auch behauptet. Natürlich wird er dem Alter auch immer schwerer, weil man wird ja älter und die Reflexe lassen nach und wie auch immer. Aber die Guten schaffen das. Und damit hast du wirklich gute Kämpfer, die auch wirklich lange dabei bleiben. Und die haben auch die Erfahrung, die man braucht. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass Erfahrung einen Großteil eines Sieges halt ausmacht. Das ist halt nicht nur Geschick und Treffen und Kämpfen, sondern es sind auch die Tricks und die Gegner einzuschätzen. Das sind alles die Sachen, die man lernt, wenn man auf dem Schlachtfeld kämpft und auch gewinnt. Und damit sind die Clans eben nicht diejenigen, die Erfahrung quasi als äh, minderwertig quasi äh, vom Tisch wischen und sagen, alles, was alt ist, ist schlecht. Nein, wenn du alt bist und bist trotzdem gut, dann bist du besser als jemand, der jung ist und quasi als Krieger reinkommt. Wenn du aber alt bist und du bist schlecht im Mac, weil du halt dich nicht behauptet hast und hast verloren oder hast, keine Ahnung, bist gestorben, wie auch immer, dann hast du halt deinen Platz nicht behauptet und dann warst du halt einfach nicht wert. Und nur auf dieser Basis macht ein Zuchtprogramm überhaupt Sinn. Warum soll ich mit jemandem züchten, der seinen Wert nicht bewiesen hat? Und das ist, wenn wir sagen würden, die, die behalten die Gemeck-Krieger, die schlecht sind und die sich mehrere Male nacheinander nicht, die keine Erfolge vorweisen können oder wie auch immer, die halt eben ihre, ihre Leistung nicht erbringen. Und die würden die behalten und würd, würden mit denen quasi im Endeffekt dann züchten, weil die würden ja dann quasi die Kriegerkaste bevölkern, weil das wären ja die meisten dann hättest du ja dein Zuchtprogramm unterwandert, indem du die Qualität runterziehst. Und deswegen macht auch dieses Zuchtprogramm absolut Sinn, im Sinne von ähm, die, ähm, die Krieger, die halt ihren Platz erkämpfen, steigen auf. Das ist halt ein Konkurrenzkampf. Du musst immer kämpfen für alles. Das ist bei den Clans ja, die, die Leistung zählt, um dich quasi weiterzubringen, nach oben zu bringen. Du Aber musst die halt immer Clans entmenschlichen doch alle dann, oder? Zumindest die in der Kriegerkaste. Es werden gewisse ähm, Aspekte des Menschseins natürlich hervorgehoben und betont und auch, äh, sag ich mal, rausgekitzelt. Äh, das ist so, ein, so ein, eine Einschätzung. Ich meine, das Kriegersein oder dieses ähm, Ehrgeizigsein und dieses, ähm, das, das sind auch menschliche Eigenschaften. Natürlich gibt es auch andere menschliche Eigenschaften, wie zum Beispiel, äh, man sitzt auch gerne mal auf der Couch und trinkt ein Bier und lässt die Füße baumeln und so weiter. Ähm, aber diese Eigenschaften sind halt eben bei den Kriegern möglichst klein gehalten und die anderen werden möglichst hochgezogen, sage ich mal. Und durch die Selektion erziehst du oder oder ähm, wird durch dieses Programm quasi werden Krieger erschaffen, die immer weniger von den Eigenschaften haben, diese faul und schlechter im Kampf machen. Und du kriegst immer mehr, die halt besser werden. Natürlich ist das so, ein Klankrieger würde normalerweise in 100% der Fälle ein ziemlich arrogantes... Äh, wie soll ich sagen, ähm, Arschloch. ja, Zeitgenossen sein. Weil der ist ja indoktriniert und er ist ja der Meinung, er ist die Spitze der Schöpfung. Weil er ist ja so erzogen, er hat das erzählt bekommen und er ist ja das Ergebnis dieses Zuchtprogramms, also muss er ja gut sein. Ist ja sein Selbstverständnis. Und damit sind die ja auch in einem Konkurrenzkampf untereinander. Und der, der eine Klankkrieger sagt, ich bin besser als du. Deswegen auch dieses Speed-Verfahren. Der eine Star-Captain sagt zu dem anderen Star-Captain, wenn du zwölf Max brauchst, um den Gegner zu, äh, zu besiegen. Ich mache es in Zehn und damit beweise ich, dass ich besser bin. Und deswegen werden sie mit mir nachher züchten und mein Name kommt ins Programm und ich werde unsterblich sein und du guckst in die Röhre. Und damit, wenn der es schafft, ist er besser. Dann hat er seine Theorie bewiesen und wir wissen, okay, das ist der bessere Krieger und der ist einen Schritt näher am Zuchtprogramm. Wenn er verliert, fällt er möglicherweise raus oder stirbt. Und damit wird der andere hätte eine Chance weiter aufzusteigen. Und das, so macht das Ganze ja überhaupt erst Sinn. Um, eine Sache muss ich aber anhaken. Es wird zumindest in den Büchern und in den Geschichten so beschrieben, dass Solarmanheiten, die ein gewisses Alter haben, ähm, dann einfach aussortiert werden. Und werden wird nicht mehr großartig geprüft, sondern nur du hast die Altersgrenze erreicht. So, wir wollen dich loswerden, weil wir dich als minderwertig betrachten. Egal, ob sie jetzt rein faktisch minderwertig sind oder nicht. Und dann werden sie in irgendwelche Infanterieeinheiten gesteckt und diese Infanterieeinheiten rennen halt wie irre auf den Gegner zu und opfern sich, damit sie den Krieger tot wenigstens noch sterben und nicht im Altenheim quasi ja. oder Geschoss. Also das ist die Beschreibung, die in den Romanen beschrieben wird. Und das widerspricht eigentlich von dem, kommt aus meiner Sicht, komplett dem Prinzip, dass bei den Clans nichts weggeworfen wird. Das ist nur eine andere Art des Wegwerfens, dass man eine wichtige, sinnvolle Ressource nicht anders verwendet, sondern dass man das dazu provoziert, dass dieser Älter gewordenen Krieger einfach aussortiert werden, ohne großartige Prüfungen und einfach nur quasi als Kanonenfutter dem Gegner entgegengeworfen werden, für nichts, weil ein Infanterist, der von einem Mech oder von einem Panzer niedergebrannt wird, der hat einfach nichts gebracht. Und den hast du jetzt wirklich 20 Jahre lang ausgebildet, der hat 15 oder 20 Jahre lang Gefechtserfahrung in dem Mech in der ersten Reihe und auf einmal wird er mit einem blöden Sturmgewehr einfach von einem Laser verbrannt. Das kann mir keiner erklären, dass das in irgendeiner Form sinnvoll ist. Also dann versuche es mal. Ähm, zunächst mal hast du ja eine relativ kleine Anzahl von Kriegern im Verhältnis zur Bevölkerung, haben wir schon geklärt. Aber du hast ja auch eine relativ kleine Anzahl von Maschinen, die du pilotieren kannst. Ja, aber und gerade dann, wenn du so wenig Krieger hast, dann hältst du die doch die Jungs in Reserve und lässt sie im Simulator trainieren und sagst, wir werden vielleicht auf euch nochmal zurückkommen müssen, wenn wir einfach zu viele Krieger verloren ja, Moment. haben. Ne? Ja, okay. Ähm, du hast aber, du, du hast ständig neue Krieger, die aus den Geschkus nachkommen. Du hast aber eine begrenzte Anzahl von Max die du besetzen kannst. So, jetzt werden. Die Piloten, die besonders gut sind, werden ja gehalten. Die anderen müssen ihren Platz erkämpfen. Natürlich sterben auch ständig irgendwelche Piloten im Kampf, dann können andere einsteigen. Aber es bleiben immer welche übrig, die dann zu Solama werden, weil sie als, ich sag jetzt mal, durchschnittlicher, ich sag mal, wie, wie, wie nennt man das in der Bundeswehr, wenn du jahrelang quasi auf deinem Posten sitzt und nicht aufgestiegen bist? Also im Endeffekt nicht nachweisen kannst, dass du irgendwas also bei den Clans keine Kampferfahrung, also Kampferfahrung ja, aber möglicherweise keine großen Erfolge vorweisen kannst. Und dann sagt dein, äh, dein Clan, ja, du bist halt ineffektiv. Und ja, aber wir, wirst, wir, sprechen doch, wir sprechen doch nicht über für den, den Schützer Arsch von der Bundeswehr, sondern wir sprechen von den Top-Gun-Jet-Piloten, die ein gewisses Alter erreicht haben. Und den drücken wir auf einmal einen M16 ja. in die Hand und sagen, lass dich vorne erschießen. Ja, okay, aber das ist. Du hast jetzt ein Beispiel aus dem Roman, ich kenne die Stelle jetzt nicht, aber das ist ja nicht ein allgemeines äh, Verhalten. Zum Beispiel gibt es im Sourcebook für den Jadefalken, oder ja doch, Jadefalken Sourcebook Seite 53 ein Zitat. Ähm, Star Colonel Kel Pershaw ähm, ist second in command of the Turkina Keshig and A to Khan Vanda Bei Clan Standard he's all for a warrior, but his khan has still confidence in his judgment. Also, der Khan entscheidet ob jemand bleibt oder ob er geht. Du, wenn du deinen Wert bewiesen hast und wenn du ein guter Krieger bist, wirst du nicht ausgesondert. Und das wird ja auch keinen Sinn machen, die Leute auszusondern, also so im großen Stil sage ich mal, okay, ich guck mal auf die Uhr, jetzt Ding, jetzt ist 12 Uhr. Du bist jetzt 30, du kannst jetzt da in die Feuergrube hüpfen. Wiedersehen, viel Spaß noch. Ja, aber dann nehmen wir doch das mal ein Beispiel. Ja dann nehmen wir den Mechkrieger Trend von von den Smoke -Jaggers. dem ist das genauso passiert. Ja, das ist eine schöne Geschichte, die auch äh, definitiv äh, einen Platz hat. Die, das ist mit Sicherheit vielen so passiert. Das ist, ich will ja nicht sagen, dass das ein perfektes System ist, aber ich kann zumindest sagen, dass der Grund dafür, warum die ausgesondert werden, halt nachvollziehbar ist, weil du neue Piloten aus dem Zuchtprogramm raus kriegst, die halt äh, ihren Test abgeschlossen haben, die ja dadurch statt aus dem Zuchtprogramm rauskommen, potenziell besser sind als die alten, weil sie sind ja in der Zucht eine Generation weiter. Wenn du an dieses Zuchtprogramm glaubst und du daran glaubst, dass die Zucht die Fähigkeiten verbessert, verbessert des Piloten, dann musst du auch davon ausgehen, dass die neuen Piloten zumindest tendenziell besser sind als die alten, weil eine weitere Generation aus der Zucht und ähm, da werden mit Sicherheit einige am Ende übrig bleiben, wo du sagst, okay, für dich haben wir jetzt keinen Mac mehr. Und du wirst, wenn du keinen Mac hast und halt nicht kämpfst, wirst du definitiv äh, aus dem Training fallen, du wirst schlechter werden, du wirst abbauen, jetzt hast du die Wahl. Entweder kannst du in eine andere Kaste gehen und sagen, ich hab keinen Bock mehr. Kannst du immer machen. Kann auch jeder Krieger immer machen, wenn er mit der Schande leben kann. Oder du kannst Banditen jagen. Das ist ja diese Dark Case, ne, wo die Solama auf Banditenjagd geschickt werden, wo die dann irgendwelche, weiß ich nicht, Polizeiarbeit sozusagen machen. Oder die haben die Möglichkeit, auf eine andere Art und Weise irgendwo im Kampf zu sterben, wie zum Beispiel ne? hier Karabiner und Laser und gib ihm. Gibt damit Sicherheit verschiedene Geschichten, wo man sagt, okay, das ist jetzt Verschwendung gewesen in dem Einzelfall, aber generell kann ich das nachvollziehen, ne? weil wie gesagt, die Zucht produziert, wenn man dran glaubt, immer bessere Ergebnisse, also musst du die bevorzugen und du hast nur eine gewisse Anzahl von Max, also setzt du die in die Max rein. Du könntest natürlich auch die, also in der inneren Sphäre würde man sagen, setzt die Alten, in Anführungszeichen, doch jetzt in Simulatoren rein. Ja, es gibt keine Simulatoren bei den Clans. Die Clans trainieren in Max. Und ähm, deswegen kannst du die entweder äh, in Max reinsetzen, dann würdest du aber die Max verschwenden und die neue Zucht. Oder du kannst zum Beispiel auch sagen, die Alten aufgrund von ihrer Erfahrung können auch Ausbilder werden. Da gibt es ganz viele Beispiele in den Romanen, wo jemand, der halt so Lama Alter ist, vielleicht gemustert wird, halt äh, gash ja, aber werden wird. Da, da kommen wir schon wieder zu, auch zu einem Logikfehler. Wenn ich das Clansystem äh, erfinden würde und aufbauen würde und das genauso vorsehe und das ergibt vor allem auch Sinn für den gesamten Clan, dann würde ich den den, den oder sip vom Beginn an jedem Teilnehmer einprügeln, dass das ehrenhaft ist, dass natürlich die höchste Stufe ist, Krieger zu sein, aktiver Krieger, Blutnamensträger zu werden, dann in den Genpool reinzugehen. Aber wenn das nicht verfügbar ist, quasi zu sagen, dass das Ausbilden ist. Äh ebenfalls ehrenvoll. Vielleicht nicht ganz so ehrenvoll wie das andere, aber es ist super wichtig. Stattdessen wird es in den Büchern eher immer sehr abfällig von allen geschildert. Oh, diese Sabakas so, und dann muss ich da die Geschkos und so. Es ja. wird unglaublich negativ darüber gesprochen. Dabei ist das eine der Zentralen, die Ausbildung. Wir sagen doch, dass die Klaner so gut ausgebildet Woher kommt denn die Ausbildung? Natürlich von ihren Falknern und wie sie alle da heißen. Ne? Von ihren Ausbildungen. Das kommt nicht aus Büchern. Ne? Die werden trainiert und deswegen ist das ein ganz wichtiges Element. Und das verstehe ich nicht, dass in, in Battletech-Lore, dass es aus dramaturgischen Gründen schlecht geredet wird. Aus dramaturgischen, billigen Handspielertricks, damit äh, die Krieger das doof finden und sich lieber eher opfern oder irgendeinen Scheiß machen, als irgendwie ein Falkner oder ein Trainer zu werden oder ein Lehrer. Ja, das, das, das ist aber, glaube ich, schon auch ein bisschen eben die Dramaturgie, weil vor allem in, in, den, in den Anfangsbüchern ist es halt so äh, und vor allem auch in den Jahre-Falken-Büchern. Weil man musste halt irgendwie wieder eine Art von Space Nazi erfinden, ja, wo den, den alle böse finden, ne? und, und solche dramaturgischen Untergriffe sind da halt sehr praktisch, sage ich jetzt mal, ne? Ja eben, aber das, das ist aus meiner Sicht konzeptionell schlecht bei den Clanern. ne? Absolut, absolut. <laughs> weil es müsste ja. eigentlich eine Ehre sein, das eigene Wissen zu vermitteln, weil das ist ja eine Art, man gibt zwar nicht die Gene weiter, aber man gibt das Wissen weiter und die Erziehung weiter und lebt damit ja dann auch in der nächsten Generation, in den nächsten Generationen weiter. Das ist ja auch genau das, also das spricht ja auch Natascha Kerensky an, wie sie mit Fällen da mal auf, auf dem Schiff spricht, ja? dass, dass sie quasi äh, absichtlich äh, äh, versucht, quasi beim, beim Test of Position noch besser zu sein. Um denen auch zu zeigen, wie sinnvoll es ist, dass sie ihr Wissen weitergibt. Ja. Ja. Aber das wird eben von den, von den Büchern gleich danach zunichte gemacht, mit diesem Untergriff, den du jetzt angesprochen hast. Ne. Genau, weil und, ganz und, ehrlich, wer, das, wer, wer, das ist natürlich sehr schade. Ja. Wer steht denn den Kindern oder den Nachwuchskriegern näher? Irgendein Genvater, der schon seit Jahren oder vielleicht seit Jahrzehnten tot ist, über den sie gelesen haben, von dem sie wissen, oder dem, dem Lehrer, mit dem sie quasi jahrelang in der Jugend verbringen und der ihnen alles beibringt. Wer steht ihnen näher? Ja, also ich sag mal, in dem Zusammenhang bin ich dann auch ähm, ein bisschen von den Romanen weg, weil du hast recht, das wird teilweise ein bisschen komisch beschrieben. Habe ich ja eben auch gesagt, da wird zwanghaft da wird, äh, wieder Sachen werden zurückgeschrieben, die vielleicht am Anfang ein bisschen übertrieben reingeflogen sind. Ähm, ich ich sehe das dann eher so wie, also ich nehme ja dieses, ähm, oder ein Sourcebook und nehme mir die Fakten, die da beschrieben sind, und transportiert diese, äh, diese Beschreibung auf eine Bevölkerungsgröße von diesen 120 Millionen Leuten. Was wir da lesen in Romanen, sind Beispiele, sind Einzelfälle, sind keine Ahnung, das wird halt mal so sein, ja. Aber ich meine, Klaner sind immer noch Menschen. Und wenn du als Krieger auf einer Maschine ausgebildet wirst, ne, keine Ahnung, hier Top Gun, keine Ahnung, die werden die Leute, die. Die Piloten werden sehr viel lernen von ihren Ausbildern und die werden auch einen großen Respekt ihren Ausbildern gegenüber haben. Und es wird mit Sicherheit auch bei den Clans Ausbilder geben, die mit einem gewissen Stolz diese Rolle erfüllen. Das, das ist für mich steht das völlig außer Frage. Und wenn jetzt ein, ein Rollenspielszenario äh, irgendwie wäre und da wird einer sagen, ja hier ist ein Ausbilder, das ist jemand, der an der Front gekämpft hat, seinen Blutnamen verpasst hat aus irgendeinem Grund, er war halt nicht gut genug, aber jetzt gibt er sein Wissen weiter und ist stolz drauf, klingt für mich nicht unrealistisch für einen Clan, das passt für mich. Es gibt jetzt keine Beschreibung, die in die Richtung geht, aber es gibt ja immer noch 99 Millionen Leute, die nicht beschrieben worden sind. Und diese diese Beschreibung gibt es ja her, wenn du dir die Sourcebooks anguckst und ein bisschen mit dem sage ich mal mit dem gesunden Menschenverstand das äh, extrapolierst, sage ich mal, du hast ja auch dieses Bild von der Kriegergesellschaft von den Mongolen und alles ist, Krieg, alles ist Krieg und Gedöns, wenn man sich mal vor Augen führt, dass die Halt so wenige Krieger im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft haben, dann kriegst du auf einmal ein völlig anderes Bild. Und auch innerhalb vom Militär, äh, das sind ja immer noch Menschen, die die auch Beziehungen untereinander haben. Natürlich haben sie ein gewiss, also diesen Konkurrenzkampf ist ja ausgeprägt und so, aber die werden auch eine Beziehung zu ihrem Ausbild aufbauen. Da hab, klar, kann ich sofort unterschreiben, auch wenn das in den Büchern vielleicht so nicht steht. Ich bin sowieso nicht mit allen Romanen einverstanden. Da sind viele Sachen drin, wo ich sage, da widersprechen sie sich selbst. Das ist einfach. Äh, wie zum Beispiel jetzt in den letzten Büchern, äh, wie die Clankultur da verfällt. Da sage ich einfach von meinem Gefühl her, jemand, der in Clansystem indoktriniert worden ist und so aufgewachsen ist, der macht sowas einfach nicht. Es gibt zum Beispiel ein Dark Age Buch, wo die Jadefalken ein paar Stunts bringen. Äh, das Buch habe ich in die Ecke geschmissen und habe es auch nicht mehr aufgehoben, habe ich nicht fertig gelesen. Aber welches waren das? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe gelesen und habe gedacht, oh, Dark Age kannst du mal gucken. Und dann ging es um Jadefalken und dann haben die angefangen, Sachen zu machen, so fiese und, und so wirklich klaren und also mäßige Sachen also so völlig unamerikanisch quasi, ne, wo ich gedacht habe, das machen die nicht und dann habe ich mir noch weitergelesen, also richtig mit Widerwillen, weil ich gesagt habe, das glaube ich dem Autor einfach nicht. Das macht einfach alles keinen Sinn und irgendwann so im ersten Drittel habe ich gesagt, nee, das hier, nee, will ich nicht. Habe ich dann aufgehört. Das war glaube ich das einzige Buch BattleTech, wo ich wirklich nicht zu Ende gelesen habe. Ja, die haben die in ziemlich umgestrickt, quasi zu den noch heftigeren, noch perverseren Smokejackers halt aufgebaut. Nachdem die Smokejack weg waren, braucht es einen Bösewicht bei den Clans. Das sind die ja. Jadefalten mit den Hell zusammen geworden. Ja, das, da war halt, wie gesagt, Dark Age, das war so die, keine Ahnung, da wusste noch keiner was von dem, was danach noch alles kam. Und da habe ich gerade angefangen, hier dieses. Dieses Klicksystem kam da raus und so, da wusste keiner so richtig, wo es hingeht. Da habe ich gedacht, gut, dann liest du halt geht man hat nichts anderes. Ähm, ein paar davon fand ich auch ganz cool, aber dieses Ding, das ging, dat konnte ich nicht lesen. Das war einfach für mich völlig daneben. Und auch jetzt dieses, ähm, ach, jetzt weiß ich wieder den Namen nicht von dem Buch, wo so die, ich äh, will jetzt nicht spoilern, aber da geht es halt um Kerensky in den Heimatwelten und so und ähm, da wird die Zivilbevölkerung der Clans in Katyusha City beschrieben, also Strana Mechti sozusagen. Da ist die Katyusha Keshik, also die, die da quasi Polizeiaufgaben irgendwie übernimmt und da ist so, da wird so ein bisschen die Unterwelt beschrieben. Da sind auch ausgespülte Krieger, die halt in die ähm, Zivilkasten äh, aufgeteilt worden sind, die dann so ein bisschen Aufstand da proben. Kann man sich auch wunderbar drüber halten, ob, äh, unterhalten, ob das alles Sinn macht. Habe ich auch schon mit ein paar Leuten mal gemacht. Aber ich persönlich habe einfach das Gefühl, ich Wild, das ist so eine Richtung, in die das Ganze geht, wo ich sage, das ist untypisch für das, was am Anfang, wie die Clans am Anfang beschrieben worden sind. So. Deswegen, da gibt es schon diverse Fehler. Ähm, aber wie gesagt, wenn man den Hintergrund mit ein bisschen, ähm, ein bisschen extrapoliert auf, auf eine menschliche Gesellschaft, ist für mich steht völlig außer Frage, dass äh, ein Krieger, der ausgebildet wird, einen großen Respekt für seinen Ausbilder hat. Und trotzdem wird er versuchen, als Clankrieger, äh, den zu besiegen und besser dazustehen, weil so werden sie indoktriniert, wahrscheinlich auch von ihren Ausbildern. Ja, ja gut. Aber wie gesagt, da kann man, das, kann man drüber diskutieren, kann man das eine oder das andere rauslesen. In den Romanen ist oft so: die Andeutung, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dazu so ein bisschen ein Eindruck entstehen lässt, der nicht unbedingt falsch ist, aber der in eine falsche Richtung leitet, sag ich mal. Da kommen falsche wobei falsch ist jetzt auch wieder blöd aber ne das, das ist so ein bisschen komisch beschrieben ja das ist äh, die die gerade gerade die clans werden halt leider immer so ein bisschen auch als, als äh, dramaturgisches Zugpferd hergehalten und müssen sich dann biegen sage ich mal ja und das aber, ist das ist gerade in in den also je später die Bücher werden im BattleTech Universum desto schlimmer wird das ja äh. Ja. Aber ich meine, es sind viele Sachen, die liegen direkt auf der Hand. Die sind auch in der Beschreibung, in der Geschichte genau so formuliert und es wird überhaupt nicht versteckt. Da ist zum Beispiel, die Clans sind ja die, ich sage jetzt einfach mal platt, ne? die Clans sind die Bösen, die innere Sphäre ist irgendwie die sind die Guten. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die innere Sphäre sich zum Beispiel verhält im Gegensatz zu den Clans, ähm, dann bröselt dieses System ja sofort in sich zusammen. Du hast zum Beispiel, die innere Sphäre bildet den zweiten Sternbund. Aber es ist von Anfang an eigentlich total klar, das sagen die Beteiligten auch, das hier ist eigentlich eine Scharade. Wir machen das nur, damit wir den Clans dort entgegensetzen können. Wir wollen den Sternenbund nicht wieder auferrichten oder irgendwie zurück zu den, zu der goldenen Zeit oder was auch immer. Wir machen das jetzt nur, weil wir müssen und wir haben eigentlich keinen Bock darauf. Und die ganzen Leute, die, die Lords, die jetzt da sind, sind sich alle gar nicht grün. Und sobald die Bedrohung weg ist, fällt auch alles wieder auseinander und alle sagen, ja, pff, komm, war eh nur für, war eh nur gelogen. So. Das würden Claner nicht machen. Weil die Klaner direkt sind. Die Klaner fordern, kämpfen, wenn du verlierst, ist, hast Pech gehabt, hast gewonnen, ist gut. Es ist ehrlich. Klar, auf die, ne? geradeaus auf die Nase. Und nicht dieses ganze hintenrum und diese ganze Politik. Natürlich gibt es da auch Politik, ne? das wird halt reingeschrieben. Aber es ist halt nicht dieses Schwarz-Weiß immer. Ähm, so, ich gucke mal gerade, was ich hier noch alles Ich glaube, ich, glaub, ich habe soweit alles gesagt, weil ich loswerden wollte. Ja, mit Details, weil ich glaube, der, EK, der, Bot ist schon schon, der Podcast ist schon wieder recht lang, oder? Der Bot ist schon eingeschlafen. Ah, hier habe ich schon einen Satz. Nein, also Sieben. wir sind jetzt bei rund zwei Stunden, glaube ich. Und so, es ist schwer, ein Fazit zu ziehen. Sind die? Ähm, ich glaube, wir können hier auf jeden Fall kein Gut oder Böse grundsätzlich nehmen. Ähm, ihr habt es schon gefragt, ich habe hier und da mal ein bisschen kritischer hinterfragt, deswegen ist meine Tendenz doch eigentlich eher negativ, wenn die Clans solange die untereinander sind, haben die sich ja praktisch geeinigt, wie er gesagt hat, aber sobald die Clans mit anderen interagieren, die nicht den Clanwerten nehmen, sind sie ähm, nicht so gut, das wie man vielleicht glaubt. Na, naja, das kommt wie, immer, wie 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 auch in der richtigen Welt, das kommt glaube ich auch eben auf den Clan drauf an. Da stoßen Welten aufeinander. Weil, weil das oder? ist ja, das ist ja, du, du siehst es ja auch bei uns. Also ich unterstelle jetzt, also ich, ich bin halt ein, ein grundsätzlicher Optimist, dass die meisten Menschen auf der Welt eigentlich ganz nette Kerle sind. Ja? Mhm. Aber du hast trotzdem Systeme, die genauso ihre Fehler haben wie zum Beispiel Amerika oder Deutschland, die, wo die Menschen relativ frei sind, aber trotzdem jeder Deutsche sagt oder oder ich, ich bin Österreicher. Jeder Österreicher hat auch diverseste Kritikpunkte sowohl am System als auch an der derzeitigen Regierung oder was weiß ich. Ja. Mhm. Aber du bist relativ frei. Ja. Wenn du jetzt natürlich mit einem Kubaner drüber redest, ja, wird er eine ganz andere Meinung haben, ja, weil der mhm. lebt in einer Diktatur. Ja. Oder noch ganz anders, reden wir mit einem Nordkoreaner über das Thema. Und auch dort gibt es sicher Leute, die dieser Indoktrination ihrer eigenen Regierung aufgesessen sind und die das super finden. Aber der Großteil der Bevölkerung ist nicht frei. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei den Clans. Du kannst jetzt nicht sagen, die Clans sind schlecht. Die Clans verfolgen, glaube ich, ein Ideal, dass man gut auslegen kann und wenn man quasi auch eine In Invasion der inneren Sphäre macht, so wie Meldrick das gut beschrieben hat, äh, wie die Wölfe, die versuchen dann den Leuten das näher zu bringen und die eigentlich mit einem relativ guten Verhältnis, sage ich mal, ihre Planeten erobert haben, mit relativ wenig auch Verlusten der Militärs im, im, bei der Opposition und so weiter, ja. Mhm. Und die eigentlich von ihrer Sache versucht haben zu überzeugen, ja. Und dann gibt es natürlich das Gegenbeispiel Nebelbader, ja, die dann irgendwas niederbomben oder sonst was. Eher böse, schlechter Clan, so nach dem Motto, ne? Und, und da gibt es halt viele Abstufungen dazwischen, ne? Novakatzen, Geisterbären, Diamond Sharks, was weiß ich, ja. Ja, ich glaube, dass diese Einschätzung, sind die jetzt gut oder sind die böse, das ist auch das, was mir an Battletech die ganze Zeit von Anfang an, bevor die Clans kamen, total gut gefallen hat, dass es eigentlich keine Guten und keine Bösen gibt. Du hast natürlich am Anfang sind die Kuritaner die Bösen. Das ist dann, du hast die Helden sind eine andere, sind Steiner und die Kurita sind die Bösen. Aber in irgendeinem Roman später hast du dann einen Protagonisten, der halt also eine Draconia ist und der dann quasi der Held der Geschichte ist. Und damit hast du quasi relativiert. Du hast halt nicht die Bösen und die Guten. Das ist halt alles nicht schwarz und weiß. Du hast, äh, äh, keine Ahnung, du hast äh, gute Österreicher, du hast doofe Österreicher. Du hast gute Deutsche, schlaue Deutsche, dumme Deutsche, dicke Deutsche, keine Ahnung. Es gibt alles. Und deswegen ist es auch nicht so, dass man sagen kann, weder die Wölfe sind gut oder böse, wobei gut und böse ja sowieso Begriffe sind, die, die den, in dem Zusammenhang schon mal eigentlich nicht passen. Ähm, also, ne, so, aber. Aber du kannst noch weniger kannst du sagen, die Clans als Ganzes sind böse oder schlecht, weil wenn du zum Beispiel jetzt ein Buch liest, wo äh, ein Clan-Charakter ein Protagonist ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Aiden Pride, Freigeburt, ähm, macht jetzt irgendwelche Sachen, die du total gut findest als innere Sphäre-Charakter, weil du da total toll findest, dass sich mal eine Freigeburt durchsetzt und den wahrgeborenen äh, Schnöseln da mal richtig zeigt, wo der Hammer hängt. Ja, er ist auch ein Claner. Er ist auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen, trotzdem ist er in der Geschichte der Gute. Und das hat mir in BattleTech immer so gefallen, dass du im Prinzip sogar es gibt wahrscheinlich sogar Bücher, wo LiAo-Leute die Helden sind. Gibt es bestimmt? Ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Also äh, ja. gibt es einige Bücher aus der aus der Liao mit dem Kriegerhaus Imara, die wirklich auch lesenswert sind, gut geschrieben, sehr gut geschrieben. Ja, und deswegen hat man hat mit dieses dieses nein, nein, das ist, das ist das Game of Thrones Prinzip. Ne? Also Battletech war Game of Thrones, bevor es Game of Thrones gab. Alle Parteien haben ihre guten Leute und ihre schlechten Leute. Es gibt Parteien, die sind ein bisschen negativer, die anderen sind positiver. Von daher, andere Clan-Strukturen Clan sind erstrebenswert für manche, für andere wiederum nicht. Ne? Und ist also natürlich eine Frage der Sozialisierung. Das wird ja auch in den neueren Büchern ganz klar gesagt. Ne? Also ich finde das schon gut und du hast recht, es gibt da kein äh, Böse oder Gut. Ich finde es halt nur, das was man bisher so gelesen hat von den Clanern ist, wenn es rein um Claner ging, eher langweilig, weil diese reine Fokussierung auf die Militär- Ebene, die ja nur einen kleinen Anteil macht, die raubt einfach auch dem Geschichtenerzähler die vielen Facetten. Und wie Hoshi gesagt hat, ist in letzter Zeit dazu gekommen, dass in der Sphäre das halt ähnlich ist. Und deswegen fand ich jetzt gerade die neue Grey Death Legion Novelle so großartig, die jetzt gerade eben rausgekommen ist. Äh, schlag mich tot, äh, Mercenaries-Dingsbums, ne? Mhm. Da geht es ganz wenig um, um Mechkampf, da geht es ganz wenig um Soldaten, sondern um ganz normale Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass es wieder genug Fans sagen: oh, Das ist ja langweilig, kaum Mechkämpfe, bla bla bla, da müssen Schlachten her. Ne? Und diese Leute können mir nur ein bisschen leid tun, weil sie wissen es nicht zu so schätzen, wie vielfältig das Battletech-Universum ist. Und diese, gerade diese neue Novella beleuchtet das wunderbar, wie ganz normal sterbliche Leute oder auch Ex-Militärs versuchen, in diesem, dieser Welt oder in diesem Universum zurechtzukommen und welche Probleme die haben, äh, wenn sie dann halt auf Machtstrukturen wie Häuser, äh, wie den Tamarpakt wie auf Söldner dann halt stoßen oder auch Ex-Claner sind. Ne? Und deswegen finde ich gerade die neue Novella von Jason Schmetzer ist für mich... Eine richtig warme Empfehlung, wohingegen ich das andere Buch hier von William H. Keith Jr., Between a Rock and a Hard Place, eher schwach finde, aber das aus anderen Gründen. Aber die neue Novelle, super, und die füllt genau diese Lücken wieder, die ich seit vielen Romanen empfinde. Ja, es ist ja auch am Anfang, äh, gerade Stackpole hat das ja so, obwohl, obwohl quasi Hans -E Davian so ein bisschen als der Held dargestellt wurde, ja. Er macht ja auch in seinen Anfangsbüchern macht Stackball keinen Hehl daraus. Ja, der Hanse Davion, der ist, ist zwar jetzt quasi der Held und, und dem Volk, eigentlich geht es ganz gut bei ihm, aber eigentlich ist es ein Diktator. Ja. Und er schickt Leute in den Tod. Also da macht er keinen Hehl daraus. Also er macht keinen Hehl daraus, dass das Ding auch Schattenseiten hat. Ja? Mhm. Und im anderen Zug herum äh, gibt es ja Szenen, äh, wie, wie er beschreibt, zum Beispiel, wie schön und wie reich die kapellanische Kultur ist. Ja? Und dass die ja quasi nichts dafür können, dass die einen Wahnsinnigen als Diktator haben. Ja? Das ist also das ist schon immer in Grau und nicht, nicht schwarz-weiß. Ja? Und das geht aber in, mit der Zeit und vor allem in Richtung Dschihad und äh, Dark Age geht und so meiner Meinung nach in vielen Romanen verloren weil man versucht eben so richtig den ultimativen Böse und das Gute darzustellen. Und das ist irgendwie blöd, ne? Ja, das ist aber auch das liegt aber auch teilweise an der Qualität der Autoren, sag ich mal. Ich ja, klar. Klar, die, 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 die Dschihad-Sache und so, das ist ja wohl dann tatsächlich irgendwie an der realen Welt angelehnt, so das Extreme und Terrorismus und keine Ahnung und diese ganz extreme Indoktrination religiös, ne, so dieses ganze Weiße, die man sieht, wenn man Nachrichten guckt. Ähm, das hat ja bestimmt auch ein bisschen Vorbild gestanden für diverse Sachen, die da passieren. Aber trotzdem muss man ja nicht diese ganzen Nebenstränge und diese ganze reiche Geschichte und den Hintergrund muss man ja nicht fallen lassen, deswegen. Also man kann ja trotzdem viele Dinge dann auch noch beschreiben. Man könnte zum Beispiel äh, auf, auf, ähm, auf Bewohner oder auch auf Soldaten zum Beispiel vom, äh, von den Liaos irgendwie eingehen, die vielleicht mit ihrem Kanzler nicht zufrieden sind oder die aber trotzdem ihrer Pflicht folgen müssen, und dann hast du dieses Dilemma wieder zwischen Ehre und Pflicht. Und da kannst du dir so geile Geschichten überlegen. Auch bei den Clans, äh, nicht unbedingt in der Zivilbevölkerung, aber zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung. Wir machen ganz, oder ganz oft ist jetzt falsch, aber wir machen halt auch Rollenspielgeschichten, wo man einen gewissen Anfangspunkt nimmt und einfach mal eine Geschichte erzählt, die erstmal ein bisschen untypisch ist, aber also man fängt auf dem Ausbildungsplatz irgendwo an. Sachen, die man normalerweise gar nicht in den Romanen liest, weil es einfach nicht im Fokus ist, ne? wie jetzt schon gesagt sind halt meistens die Max und die, die große Politik, die da irgendwie eine Rolle spielt. Aber einfach an kleinen Sachen anfangen und dann da draußen eine Geschichte spinnen. Und da gibt es ja auch sehr viel Freiraum. Nur die Autoren machen da halt relativ wenig. Also ich, da ist kein Stackpole mehr dabei bei den Neuen. Vielleicht Schmetzer, aber... Ja, Schmetzer ist noch der, der Beste, aber er ist kein Stackpole. Das muss man sagen. Also man kann Stackpole viel vorwerfen, aber was er immer geschafft hat, er hat immer ein wahnsinniges Worldbuilding... Äh, Hinbekommen, sei es in Star Wars mit Rogue Squadron oder halt auch jetzt in Battletech gewesen. Er hat es geschafft, wirklich neue Maßstäbe zu setzen. Und das, dazu sind wenige Autoren nur in der Lage. Die erzählen vielleicht gute Geschichten, bauen gute Charaktere auf. Schmetzer zum Beispiel, der positioniert seine Charaktere in der ersten Hälfte der Bücher minutiös, wie auf so einem Schachbrett. Und äh, das mag einer vielleicht ein bisschen langweilig finden, aber es zahlt sich aus, weil die zweite Hälfte des Buches ist meistens dafür ultra spannend. Das ist eine geile Fähigkeit aber. Was Schmetzer nicht macht, er baut kein Universum auf oder aus. In dem Sinne. Er baut an und füllt Ecken und äh, da wo auf der Landkarte bisher vielleicht ein weißer Fleck war, der setzt da was hin, aber er ist kein Stackpole. Und da kommt, also wir wollten ja eben schon zum Ende kommen, vor einer Stunde oder so. <lacht> 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 Da, da schließt sich dann wieder der Kreis für mich. Ähm, natürlich lese ich gerne die Romane und finde die auch alle super. Ich lese auch gerne Sourcebooks und suche mir die, äh, die kleinen ungeschliffenen Diamanten daraus und denke mir Geschichten dazu aus und so. Aber eigentlich ist ja der, die Stärke vom BattleTech-Universum auch die, dass man nicht nur im Rahmen von, von Rollenspiel, aber sich selber Geschichten ausdenken kann. Und das ist für mich genau das, äh, was ich zum Beispiel von Faction Warfare bei MWO erwartet habe. Man greift einen Planeten an aus einem gewissen Grund. Normalerweise, weil du Geld brauchst oder weil du den haben willst oder weil du nach Terra willst oder keine Ahnung. Es gibt immer irgendeine Motivation. So, bei, der, bei Faction Warfare in MWO ist die Motivation und alles, was dahinter steckt, einfach nicht vorhanden. Da, ist, da passiert gar nichts. Da, da kämpfst du halt einfach nur irgendwo. Warum, weiß keiner. Aber da komme ich dann wieder zurück auf die Sache, die wir das letzte Mal hatten, nämlich dieses C3. Wenn ich in dem Kontext einen Planeten angreife, dann kann ich sagen, ich bin in meiner Rolle, ich bin Kahn von Clan Geisterbär, ich greife jetzt hier an, ich mache das mit einem Batschall, ich bin vielleicht ein adoptierter Novak, eine adoptierte Novakatze oder ein Nebelpader, weiß ich nicht, ich habe eine gewisse Geschichte, das heißt ich, ich gebe meinem Charakter eine gewisse Farbe, der hat halt mehrere Aspekte, die aus seiner Geschichte entstehen und daraus entstehen die geilsten Geschichten, auch klar, also Clan untereinander kann man super Sachen machen, ähm, da kann man auch mit Geheimdiensten noch irgendwie rumzaubern und keine Ahnung. Und, Viele Dinge machen, die in den Büchern nie drin waren, weil man muss sich ja nicht immer auf die äh, Autoren quasi verlassen und sich da auf die stützen, sondern man könnte in so einem Kontext halt auch selber äh, sich da quasi ausbreiten und entfalten in dem Universum. Da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele freie Bühnen, wo man drauf hüpfen kann und was inszenieren kann, das ist einfach, einfach super. Deswegen spielen wir ja auch keine Bücher nach. Das ist ja Schwachsinn. Macht, da weiß man ja schon, wie das ausgeht. Ja, ja, absolut. Also, ich glaube, ihr kennt ein schöneres Schlusswort, kann man kaum finden, oder? Ja, muss ich auch sagen. Ich hätte noch ein, ein anderes Schlusswort, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Wenn kleine Albträume haben, dann träumen die wahrscheinlich in Französisch. Und im Frieden. <laughs> in Französisch wie in Kontraktion und so, ne? Aber naja. Ach so. Ah. Ah, okay. <laughs> Merde. Merde, genau. So, aber ich, ich weiß nicht. Also ich habe meine Liste auf jeden Fall durch. Ich habe fertig. Ich habe alles, was ich sagen wollte, mal rausgehauen. Ähm, einfach mal. Aber, die aber echt eine Sache. spannende Diskussion. War cool. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Also Clans sind wie Zwiebeln. Sie haben Schichten. Ja. Und sie stinken. Äh, sorry. Und wenn man <laughs> sie schält, dann muss man weinen. Ja. Genau. Ja. Wenn man sie aus ihrem Mechs rausschält. Ja, genau. <laughs> Okay, dann würde ich sagen, ihr da draußen, danke schon mal für eure Aufmerksamkeit. Dann äh, danke an Meldrick für deine Zeit, für deine Vorbereitung, für deine Notizen, äh, für dein Engagement, auch äh, beim ähm, Dingels, das Namen ich vergessen habe, ich wollte jetzt C3 sagen, das heißt aber anders, oder? Hammerhead willst du wahrscheinlich sagen. Hammerhead, genau. Äh, ja. Danke auch für Hammerhead. Und ja, wenn du mal wieder Lust hast, über irgendwas zu reden oder. Wenn jetzt ganz viele Klarner zu dir kommen und sagen, du hast das und das falsch dargestellt, das musst du nochmal klarstellen. <laughs> ich, ähm, ich will mich auf keinen Fall aufdrängen. Ähm, ich <laughs> ich habe das, was ich sagen wollte, bin ich losgeworden. Vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, das nochmal zu sagen. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich, wenn ihr was habt, ähm, wo ihr denkt, da würde es vielleicht Sinn machen, dass ich da irgendwie mitrede, dann könnt ihr gerne nochmals auf mich zukommen. Ansonsten könnt ihr aber auch... Mit dem Plan einfach weitermachen. Also, ich hatte jetzt nicht irgendwie vor, hier einzusteigen in der Breite. <laughs> okay, dann danke für deine Zeit. Ja. Dann natürlich an die anderen. Hoshi, danke, dass du heute da warst. Wie immer gerne. Onai, oh auch heute etwas weniger Redeanteil insgesamt, aber es war auch schön, dass du da warst. War mir immer wieder eine Ehre. Und äh, Olli, äh, an dich weiterhin gute Besserung. Werd schnell ja, wieder fit. Lassen. Dankeschön, ja. Dass du auch wieder ins Cockpit kannst. Und äh, euch da draußen wünschen wir einen schönen Morgen, schönen Abend, guten Tag und schält ein paar Klana aus den Macs. Bis dann, mhm. ciao. Ciao. Tschüssi. Ciao. ciao. Successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. Badreste rest assured, the Battletech podcast... We'll be back. Shutting down. <laughs>